Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Zuschauende, Zuhörende, Mitmachende vor allen Dingen auch. Herzlich willkommen. Der Wert der Digitalisierung, das ist Thema unserer zweistündigen Debatte, die wir jetzt eröffnen. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir gönnen uns so kurz vor der Bundestagswahl eine Debatte über die Grundlagen von Digitalpolitik und zwar auf einer normativen Ebene. Darüber wollen wir reden, über Werte und Normen. Und der Grundimpuls, dem wir folgen, ist die Frage, wie kann die Digitalisierung zum Gemeinwohl beitragen und zur Mehrung unserer individuellen Freiheit. Was ist der Anlass für unsere Veranstaltung heute? Der Anlass ist ein Buch, das ganz druckfrisch hier vorliegt und erschienen ist, sehr zu Ihrer Lektüre empfohlen, herausgegeben von Chris Pialat, den ich gleich vorstellen werde. Und dieser Abend wird so ablaufen, dass wir gemeinsam auf einige Themen schauen werden, die im Buch verhandelt werden, namentlich drei. Werte, insbesondere Freiheit und Autonomie, wird das erste sein. Das zweite, digitale Souveränität. Was verstehen wir darunter? Was wollen wir? Was haben wir davon? Und der dritte Block wird sich der Umsetzung von Digitalpolitik widmen. Und ich freue mich, dass ich die Panelisten vorstellen darf. Und Chris Pialat habe ich schon erwähnt. Er ist politischer Referent und Herausgeber des Buches, publizistisch hier und da unterwegs im Digitalbereich. Herzlich willkommen, Chris Pialat. Ich freue mich sehr, dass Lorena Jom-Palasy dabei ist. Sie ist die Gründerin von The Ethical Tech Society und forscht zu Ethik der Digitalisierung und Automatisierung mit einem ganz starken Schwergewicht auf dem Thema Philosophie und Rechtsphilosophie, was ich persönlich immer als sehr erfrischend und wohltuend empfinde. Und neben ihren zahlreichen Berufungen und Kompetenzen, die sie hat und ausübt auf europäischer Ebene, möchte ich nur eine erwähnen, und zwar, dass sie seit 2020 Mitglied im Nationalen Rat zum Thema künstliche Intelligenz in Spanien ist. Damit haben wir auch eine europäische Perspektive drin. Und last but not least, unsere quasi transatlantische Perspektive mit Tyson Baker. Herzlich willkommen. Tyson Baker ist in der DGAP für Technologie und Außenpolitik verantwortlich. Und neben vielen Stationen in anderen Thinktanks kann er auch auf eine Arbeit im US-Außenministerium zurückblicken. Und insofern haben wir die europäische und die transatlantische und die nationale Perspektive hier versammelt. Das heißt, richtig viel Kompetenz. Da freuen Sie sich mit mir auf die Debatte über die Werte der Digitalisierung. Ich habe es gesagt, wir werden drei Blöcke haben über Werte, über Souveränität und Digitalpolitik. Und Blöcke werden jeweils eingeleitet durch weitere Referentinnen, die übrigens auch Autorinnen und Autoren im Buch Der Wert der Digitalisierung sind. Die werden aber jetzt nicht live hier in der Heinrich-Böll-Stiftung sein, sondern die werden sich mit kurzen Video-Statements zu Wort melden. Dann werden wir hier intensiv auf dem Panel diskutieren. Und nach jedem Block haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Möglichkeit, Ihre Kommentare, Ihre Fragen einzubringen und uns hier noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen auf dem Panel. Ich darf gleich überleiten in unseren ersten Diskussionsblock zum Thema Werte. Wir hören, sehen einen Kurzbeitrag von Professorin Petra Grimm, die Medienforschung und Kommunikationswissenschaft in Stuttgart betreibt und ein kleines Kompendium der digitalen Ethik verfasst hat unter anderem und auch Leiterin des Instituts für digitale Ethik ist. Und sie führt uns in ganz kurzen, skizzenhaften Strichen ein in
Ihren Beitrag im Buch Wert der Digitalisierung. Video ab, bitte. Wie schaffen wir es, die digitale Ethik in die Praxis zu bringen? Ich glaube, wir brauchen mehr Entschlossenheit. Wir müssen letztendlich uns darüber Gedanken machen, wie wir es schaffen, Werte zu implementieren, Werte in Produkte und Dienstleistungen zu implementieren, also einen wertebasierten Ansatz zu nehmen für die Gestaltung von Digitalisierung. Wir müssen im Grunde genommen uns ein Credo vergegenwärtigen, was da lautet, von der normativen Kraft des Faktischen zur faktischen Kraft des Normativen. Das heißt, wir sollten uns schon darüber Gedanken machen, welche Werte für uns im Zuge der Digitalisierung wichtig sind. Wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, welche Fähigkeiten wir brauchen und welche Fähigkeiten wir letztendlich auch ausbilden müssen und welche Rahmenbedingungen wir schaffen müssen, um diese Fähigkeiten überhaupt erst ausbilden zu können. Was meine ich damit? Unsere Studie zu den Werten, Ängsten und Hoffnungen hat letztendlich gezeigt, dass die Menschen mit der Digitalisierung Fluch und Segen verbinden. Segen im Bereich des Beruflichen, mehr Leistung, Effizienz, aber Fluch im Bereich des Privaten in Bezug auf Kommunikation und auch Zwischenmenschlichkeit. Ich glaube, dahinter steckt ein großes Problem, nämlich dass wir Digitalisierung nicht als selbstbestimmten Prozess sehen, sondern als fremdbestimmten. Ja, vielen Dank an Petra Grimm. Chris, wir müssen jetzt natürlich in das Buch gehen, Wert der Digitalisierung. Petra Grimm sagt, wir brauchen einen wertebasierten Ansatz. Das verbindet dich, also dieses Ziel hast du mit dem Buch verfolgt. Vielleicht beschreibst du uns noch einmal, was waren die Ziele? Was sind die Ziele, die du mit diesem Buch erreichen und wolltest und verfolgst? Die Frage ist berechtigt. Man könnte annehmen, nach über 30 Jahren von Live-Schaltung des World Wide Webs und über 15 Jahre nach Einführung des iPhones und Netflix, dass wir im digitalen Zeitalter angekommen sind, dass wir eigentlich Werte und ethische Fragen eigentlich nicht mehr verhandeln müssten. Aber es ist nötig und deswegen schien mir auch das Buch nötig zu sein. Frau Grimm hat es angesprochen. Es gibt die faktische Kraft des Normativen momentan noch nicht, eher die normative Kraft des Faktischen, also dass Digitalisierung mit uns passiert und wir noch nicht es geschafft haben, vor die Lage zu kommen. Das lässt sich vielleicht daran auch gut beantworten, indem wir schauen, was es für unterschiedliche ethische Ansätze gibt. Frau Grimm hat das ein bisschen angeteasert. Es gibt drei Ebenen, die man verbinden kann mit der Entwicklung der Digitalisierung. Das eine ist die tugendhafte Ethik, also sich richtig zu verhalten. Das kann man sehr stark mit der Frühzeit des Internets verbinden, als es darum ging, eine Netiquette zum Beispiel zu wahren und sich richtig zu verhalten auf der individuellen Ebene. Das kann aber keine politische Antwort sein, wie wir Digitalisierung gestalten wollen. Zum Zweiten gibt es deontologische konsequenzialistische Ansätze, die danach fragen, wollen wir bestimmte Effekte zulassen? Wenn nein, wollen wir sie einhegen? Und das fragt dann also danach, wenn digitale Anwendungen vorhanden sind, ob wir die Konsequenzen wollen. Das haben wir sehr lange und sehr stark beobachtet, als versucht wurde, politisch zu reagieren auf technologische Entwicklungen. Und dann fehlt aber noch die dritte Ebene, das ist der deontologische Ansatz, wo versucht wird, sozusagen das Sollen nach kantianischem Vorbild sozusagen sehr stark zu machen. Also wir wollen bestimmte Werte setzen und mit diesen wollen wir Digitalisierung gestalten. Das scheint mir bis heute noch sehr stark zu fehlen im Diskurs um Digitalisierung und in der Digitalpolitik im Speziellen. Mhm. Ich kann das vielleicht noch an dem Beispiel der Freiheit kurz festmachen. Ich würde sagen, wir schauen mal jetzt auf dieser Ebene. Frau Grimm hat ja sehr weit oben angesetzt und gucken uns mal sozusagen diese Wertebene an und machen dann mal einen Deep Dive beim Thema Freiheit und Autonomie. Deswegen würde ich jetzt mal gerne den Ball an Lorena Jumpalassi weiterspielen. Petra Grimm hat ja von einer Entschlossenheit gesprochen. Ja? Jetzt hat Chris Pialat noch mal darauf hingewiesen, dass wir uns erstmal über die Ansätze im Klaren werden müssen. Müssen wir da was einhegen? Müssen wir da was entfesseln, wie man ja heutzutage gerne sagt? Worin läge eine Entschlossenheit, wenn es darum geht, dass wir die Digitalisierung aktiv gestalten?
Wozu müssen wir uns entschließen? Gut, also diese Form der Digitalisierung, die wir jetzt erleben, ist jetzt vermehrt etwas, das quer durch alle Dimensionen und Sektoren in der Gesellschaft einfach fassbarer wird. Auch wenn man über Digitalisierung redet und wir damit über etwas, was man selten sehen kann und nur symbolisch auf dem Handy oder mit einem Laptop oder jedes Mal, dass man primär mit einem Screen interagiert, wird man dessen bewusst, dass dahinter digitale Verfahren womöglich stecken oder andere Art von Verfahren, die komputationelle Natur sind. Wir sehen, dass es mittlerweile einfach mittendrin in unserem Alltag eingetreten ist. Und da tauchen viele Fragen auf und das ist eigentlich normal. Diese Fragen stellen wir uns immer wieder, wenn neue Technologien kommen, die einem verdeutlichen bei der Implementierung, dass das Leben dabei ist, sich zu verändern. Das ist mit dem Auto passiert just am Anfang des 20. Jahrhunderts, da mussten Menschen auf einmal damit umgehen, dass einfach die Art und Weise, wie sie auf die Straße gelaufen sind, sich ändern musste, dass man auf einmal irgendwelche Regeln vereinbaren musste, weil es damals keine Ampeln und keine Verkehrsregeln gab, weil damals auch Kinder Pferde fahren konnten und es keine Spielplätze gab und weil auch der Auge rein biologisch betrachtet, der Sehnerv, nicht dafür trainiert war, die Geschwindigkeit einzuschätzen, in dem ein Auto eintrifft, wenn man einfach sich bewegt. Und das alles passiert jetzt auch. Wir merken, es sind überall Verfahren, die man nicht so richtig versteht. Und man merkt, es tauchen immer wieder Fehler auf. Und aus dem Grund merkt man, dass es tatsächlich brisant und wichtig ist, nicht nur sich normativ Regeln auf gesetzlicher Ebene zu geben, sondern auch Umgangsregeln zu geben, gesellschaftliche Regeln. Also man merkt, dass einfach das gesamte Repertoire an normative Instrumente, die wir haben, also sprich technische Standards, das sind auch normative Regeln, Gesetze, aber auch eben diese Dimension des Ethischen, die teilweise auch nichts im Rechtlichen verloren haben, die zwar das Rechtliche informieren, aber primär sozusagen im Schoß der Gesellschaft stattfinden soll. Dass das einfach notwendig ist, um zu verstehen, wie wir damit umgehen. Das, glaube ich, ist das, was dazu führt, dass es jetzt viel mehr eine Entschlossenheit gibt, weil man merkt, beim Kreditantrag stellen, beim Autofahren, beim Kaufen online, wenn ich beim Arbeitsamt irgendwelche Anträge stelle, da passiert etwas und ich weiß nicht genau, wie das passiert und ob das, was passiert, richtig ist. Also es geht eigentlich auch um so ein, es geht gar nicht nur um den Unterschied zwischen Fakten und Normen, sondern es geht eigentlich auch um eine Vermittlung sozusagen zwischen beiden. Ich wollte jetzt mal auf Tyson Bakers Perspektive Technologie und Außenpolitik eingehen. In der Außenpolitik reden wir ja gerne von Interessen oder von Werten. Ja, so. Jetzt reden wir über Werte. Ja. Gleichzeitig gibt es natürlich im Digitalbereich extrem viele Interessen. Also geostrategische, geoökonomische Interessen. Wie Chris gesagt hat, kommen wir überhaupt noch vor die Lage mit Werten, wenn wir sehen, wie die geoökonomische und auch die geostrategische Digitaldebatte von Interessen eigentlich getrieben ist? Ja, ich glaube, es ist super wichtig, das zu kontextualisieren in der Vergangenheit, wie gerade gemacht wurde. Also wenn man sieht, erstmals, wir wissen, dass alle Code is Law, also alle Technologien verkörpern eine Art Werten und dass wir das von vornherein bewusst sind und was für eine Welt wir durch unsere Technologie schaffen. Gerade wurde das Auto erwähnt. In meinem Kapitel habe ich über das Telegraph gesprochen. Mhm. Und als ich
erfunden wurde und die Sprache des Telegraphs auch eine Form von Ordnung, auch eine Form von Macht von Thomas Morse in den USA und die ersten Kabelung von Boston, Entschuldigung, von Washington DC nach Baltimore gemacht haben, die allererste Botschaft, die die geschickt haben, ist, was hat Gott uns gebracht. Das war ein Zitat aus der Bibel. Und was sie damit sagen wollte, ist, wir spielen mit Promethean-Energien hier. Wir spielen die Rollen des Gottes. Wir können jetzt fern kommunizieren. Wir werden immer näher an die Rolle von Gott. Wir sammeln immer mehr Macht und diese Macht muss auch durchgeführt werden mit einer gewissen Wertkonstellation. Und das haben sie schon von vornherein gewusst. Aber diese Verfremdung, dass man gewusst hat, dass es destabilisierende Effekte geben könnte in der Gesellschaft, war auch von vornherein klar. Nicht nur im Bereich von Telegrafen, sondern im Bereich von Zügen. Zum Beispiel auch eine Art große disruptive General-Purpose-Technologie, die online in den frühen 19. Jahrhundert online gekommen ist. Und dadurch haben wir diesen disruptiven Prozess gesehen, nicht nur in der Philosophie und zum Beispiel in den USA, Henry David Thoreau, dieser Transzendentalismus, dieses Unbehagen, wir werden die Werkzeuge unserer Werkzeuge werden und wo ist unsere Agency, wo sind die Menschen in diesem Prozess, sondern auch in der Politik. Und was ich gesehen habe in den USA, oder wir alle erfahren haben in den USA jetzt mit dem Phänomen Trump, sondern auch mit damals, war, dass Technologie verursacht diese Fragen, diese Angst in der Gesellschaft. Und damals hat es zu einem Populismus geführt mit Andrew Jackson, die gesagt hatte, auch genau so, wir wollen die Menschen ins Zentrum stellen, wir wollen Regeln reinbringen und das wird kommen entweder durch geordneten Prozessen oder durch Populismus. Wir wollen die Kontrolle zurücknehmen. Und diese Echos, die wir in der Historie sehen, das ist etwas, was ich glaube, wir würden uns gut tun, das anzuschauen. Was sind die Lehre der Geschichte mit anderen Technologien und was können wir besser dieses Mal machen? Weil jetzt haben wir nicht nur eine General-Purpose-Technologie, die online kommt, wie zum Beispiel der Telegraph oder Strom, sondern 6 oder 7 gleichzeitig. Müssen wir eigentlich auch ein bisschen über das Verhältnis von Werten und Normen reden, also Stichwort Technologien, wie sind wir in der Vergangenheit, industrielle Revolution, viele sprechen ja auch von der zweiten oder dritten industriellen Revolutionswelle. Gibt es Werte, wo wir sagen, okay, die sind unverhandelbar und die Normen, nach denen wir uns verhalten, die müssen wir anpassen, die müssen wir verändern? Vielleicht Lorena oder Chris, vielleicht könnt ihr da, ich weiß nicht, wer von euch beiden da drauf reagieren möchte. Wir müssen immer ein bisschen digital und offline hier uns hybrid üben. Lorena, möchtest du zuerst? Okay, Chris. Okay, dann mache ich gerne einen Aufschlag. Ja, es ist richtig. Also wir müssen die Transferleistung von Werte zu Normen natürlich schaffen. Das Interessante ist, dass es mit der Digitalisierung zwei Phänomene gleichzeitig gibt. Zum einen gibt es natürlich universelle Werte, die allgemeine Gültigkeit haben, die zum Teil auch international kodifiziert sind in der Menschenrechtscharta oder in der europäischen Menschenrechtscharta, wo wir uns anschauen müssen, wie wirkt Digitalisierung auf diese Werte und müssen wir die vielleicht anpassen. Das ist vor allem primär Freiheit und Gerechtigkeit. Das kann man vielleicht historisch auch ein bisschen erklären, dass in der Frühzeit der Digitalisierung, also als es Einführung des Internet gab, gab es das emanzipatorische Versprechen des Internets, dass wir alle zu informierten Verbraucherinnen, informierten Nutzerinnen, zu Sendern werden und dementsprechend eine Selbstbestimmung stärker wird. Das war dann die positive Freiheit. Später gab es die negative Freiheit. Wie können wir uns gegen Überwachungstechnologien, die von Staaten zum Beispiel eingesetzt werden, wehren. Und jetzt, Lorena hat es angesprochen, verhandeln wir vielleicht stärker Gerechtigkeit, weil Digitalisierung so allumfassend ist, dass sie sehr stark in unsere soziale Teilhabe hineinwirkt. Also wenn ein automatisches Entscheidungssystem darüber entscheidet, ob mein oder ihr Kind in die Schule gehen darf oder einen Kredit bekommt oder nicht, dann hat das natürlich eine sehr starke Auswirkung. Deswegen verhandeln wir einerseits sehr stark
universelle Werte, Gerechtigkeit, Freiheit beispielsweise. Und dann gibt es neben zweiten Strang das interessante Phänomen, dass mit Digitalisierung auch Werte sozusagen an die Oberfläche gespült wurden, die vielleicht vorher nicht so sehr verhandelt wurden. Das sind vor allem Transparenz. Das hat auch was mit der Zeit der Selbstbestimmung zu tun, als es die Hoffnung gab, dass mit der Transparenzmaschine Internet wir selbstbestimmter sein können. Und der Wert der Offenheit, der Openness, also dass Artefakte, die geschaffen werden und die öffentlich finanziert werden, zum Beispiel auch öffentlich zugänglich sein sollten. Und das sind also unterschiedliche Werte. Einerseits universelle Werte, die wir versuchen, in das digitale Zeitalter vielleicht zu adaptieren und welche, die durch Digitalisierung selber hochkommen. Und jetzt zu der Frage der Normen. Das ist extrem interessant, weil es sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen dort gibt. Lorena hat es angedeutet. Kodifiziertes Recht ist nur eine. Es gibt viele Wege der Selbstverpflichtung. Es gibt Wege, wo versucht wird, in die Technologie selber Werte zu implementieren, sodass sie unseren Normen entsprechen, also dass sie zum Beispiel nicht diskriminieren können. Da gibt es also einen ganzen Methodenmix, in die Norm zu kommen. Wenn wir, du hast jetzt so Freiheit, Gerechtigkeit, Openness, Transparenz. Wir haben uns vorgenommen, mal ein bisschen in das Freiheitsthema hineinzukommen, weil ich glaube, das, was Lorena am Anfang auch beschrieben hat, dieses, Frau Grimm hat darauf auch Bezug genommen, über das Thema Ängste, dass es eben zwischen so eine Art Erschrecken darüber gibt, was an Überwachung und Entmündigung, also beides freiheitsberaubende Prozesse eigentlich möglich ist und vor allen Dingen, wie umfassend und wie tiefgehend das möglich ist. Wir haben natürlich mit dieser großen Analyse des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff eine Analyse, wie sozusagen auf der Enteignung von freier Entscheidung ganze Geschäftsmodelle aufgebaut werden. Wir sehen, dass, das habt ihr, Chris, du hast es auch erwähnt, dass Staaten, Stichwort auch Covid-Krise, ihre Bürgerinnen und Bürger angeblich im Sinne des Gemeinwohls stärker überwachen, also ihnen auch Freiheitsräume im digitalen rauben. Also das ist unsere neue Realität. Müssen wir unsere Werte oder unseren Blick auf Freiheit oder das, was wir darunter verstehen, müssen wir das verändern? Oder schaffen wir das noch sozusagen, diese Normen als Fakten zu implementieren? Lorena hatte gerade so ein Lächeln, jetzt gebe ich ihr mal gleich das Wort und dann gucken wir. Ich glaube, dass die Werte sich immer verändern. Also das Konzept von Freiheit aus dem 17. oder 18. Jahrhundert in Deutschland hat nichts damit zu tun, vom heutigen Verständnis in Deutschland des Konzepts Freiheit. Es kann sich weiterentwickeln, das ist auch gut so. All diese Werte sind zwar als Name sozusagen universell, aber dann in der Auslegung und dem, was es bedeutet in den jeweiligen kulturellen Kontext, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, dass das, was hier einfach gezeigt wird, ist, dass es ein gewisses Aneinander vorbei Reden gibt zwischen dem, was das Wesen dieser Technologie ist und das, was wir als geeignetes Instrument betrachten, um diese Technologie einzuhegen. Wenn wir über Digitalisierung reden, reden wir über, wie Tyson schon erwähnt hatte, reden wir über Formen der Ordnung, Formen der Standardisierung und der Automatisierung, die im Grunde genommen, was sie machen, ist durchordnen, auch ein gewisser Machtmoment des Entscheidens, wie Verfahren mit Standards einfach Zugang ermöglichen, um welche Art von Zugang nicht möglich wird, welche sozusagen Kategorien wir dann damit bauen, weil wir sozusagen in der Art und Weise, wie wir Digitalisierung bauen, auf eine bestimmte Art und Weise die Sachen bauen, die sehr typisch für das europäische Denken ist. Und wenn
wenn wir digitalisieren somit, was wir sehen ist, dass wenn es Probleme gibt, zum Beispiel die Probleme immer groß sind, weil sie skalieren, weil es sozusagen nicht ein Individuum betrifft, sondern meistens ganze Kollektive betreffen. Wir sehen, dass, dass durch diese Standardisierung der Verfahren, die wir automatisieren, man eigentlich Gesellschaften einordnet. Ja. Und dass das Ganze einen Effekt hat, das ähnlich ist als der Effekt von anderen Formen von Infrastruktur. Und das ist ja der Punkt bei Infrastruktur. Infrastruktur sind sozusagen sind politische Maßnahmen der absoluten Macht, weil damit gestalten man Gesellschaften. Damit sozusagen macht man, das sind die großen gesellschaftlichen Maßnahmen, die man damit vornimmt. Und nun, wenn wir uns unsere normativen Kasten, Instrumenten, Werkzeugkasten anschauen, was wir wiederum in Europa gemacht haben, ist ein Instrumenten, Werkzeugkasten zu entwickeln, die, wie einst Philippa Foot sagte, sich dadurch auszeichnet, dass es methodologisch individualistisch ist. Das heißt, der Mensch wird im Mittelpunkt gestellt, aber es gibt nun Momente in einer Gesellschaft, in dem dieses methodologische Individualismus ein Problem ist, weil Gesellschaften sind mehr als die Summe aller Individuen. Genauso wie Wälder mehr sind als die Summe aller Bäume. Und auf gewisse Art und Weise, was wir momentan machen durch diese Diskussion über Individualrechte, denn die Freiheiten und die Grundrechte, die wir haben, sind Individualrechte und somit ist das, was wir haben, eine methodologisch individualistische sozusagen Werkzeugkastensituation. Es ist ein bisschen so, als würden wir versuchen, den Wald durch Einzelbaumregulierung einzuhegen. Und es kann nicht funktionieren. Und das ist, was ich meine mit aneinander vorbeireden. Ich glaube, dass wir eigentlich mit dieser Art von Technologien eigentlich genau dieses Problem amplifizieren, was wir in der Philosophie und auch in den Decolonial Studies und in Science and Technology Studies seit um die 30, 40 Jahren immer wieder einfach angemerkt wird, dass es eine gesellschaftliche Dimension da gibt, die jenseits des Individuellen und der Summe der individuellen Interessen gibt und dass das für infrastrukturelle Maßnahmen einfach in Demokratien weiterentwickelt werden muss, weil das ist eigentlich ein Bereich im Rechtlichen, das relativ unterreguliert und auch wenig gedacht ist in westlichen Gesellschaften, in europäischen Gesellschaften. Aber das kann ja nicht bedeuten, dass wir sagen, wir bauen sozusagen die individuellen Rechte ab zugunsten von Rechten für Gruppen oder ganze Gesellschaften, was auch immer, sondern im Gegenteil, wir brauchen das, was wir an individuellen Abwehrrechten haben, ja, im Grundgesetz Paragraph 1 bis 20, wir brauchen das vielleicht auch für Gemeinschaften. Also wir brauchen Regeln, Abwehrrechte, Freiheitsrechte nicht nur für Individuen, sondern auch für Kollektive, so muss man ja dann sagen. Ich will aber noch mal gerne auf diesen Punkt, Tyson, zurückkommen, der glaube ich extrem wichtig ist, den Lorena gemacht hat. Die Standardisierung, die sozusagen in dieser Technik liegt, ja, dass wir, egal in welcher Sprache wir Word aufmachen, auch wenn wir nicht verstehen, was da steht, wir wissen immer, das ist der Knopf zum Beenden. Das ist der Knopf zum Umschalten. So, es gibt also ein Muster, das auf alles draufgelegt wird. Ist das ein Vorteil für eine globale Freiheitsordnung? Oder ist es so, wie Lorena sagt, wir gehen jetzt hier so europäisch ran, aber andere gehen natürlich mit anderen Hintergründen, mit anderen Kontexten ran. Kann es uns gelingen, global, also jetzt finde ich, hat Lorena hier nochmal einen draufgesetzt, ja, nicht nur sozusagen individuelle Freiheiten, sondern auch Freiheiten für Kollektive zu definieren und zu sagen so, und das gilt jetzt auf der ganzen Welt. Ja,
Ist eine super spannende Frage. Also das Erste, was man merken muss, und das hat Lorena auch erwähnt, ist die, dass Werte selbst am Evolvieren sind. Sie entwickeln sich. Und ein gutes, ein klares Beispiel ist die Werte nicht nur von Gruppen, die wir früher vielleicht nicht gehabt haben und die jetzt sehr präsent im politischen Diskurs sind. Es ebnet sich. Manchmal ist es stark im politischen Diskurs, manchmal weniger. Aber jetzt ist es aber auch Werte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, was vor 30 Jahren wirklich keine Rolle gespielt hat und jetzt ist in der Hierarchie der Werten schon eine wichtige Werte, die auch man sich damit auseinandersetzen muss. Die Frage von Standardisierung und Technologie, also das ist eines der Gründe, warum es eine gewisse Schwierigkeit gibt, nicht zu erkennen von vorne heran, dass Standards und Technologie höchst politisch sind. Und das wollen bestimmte Akteure. Die wollen sagen, ah, das ist etwas, was eigentlich sehr technisch ist, sehr undurchsichtig. Wir kümmern uns darum, es ist alles wertneutral. Und was wir seit den frühen 90ern schon bemerkt haben, ist, dass es immer verkörpert eine gewisse Wertkonstellation, eine gewisse Gesinnung, Weltanschauung. Und diese Korrektur, die wir jetzt machen, von dem, und man sieht es schon, mit dem Internet selbst und mit dem Wesen des Internets. Ich glaube, jemand hat dazu gefragt, dass die Internet selbst verkörpert eine Ideologie des Liberalismus des Ende des Kalten Krieges. Diese Offenheit, dass die Staat soweit maximalistische Freiheit, Individualismus, Offenheit in jedem Hinsicht, auch mit Standards. Es hat auch gute Sachen, aber dazu hat es beigetragen, dass manchmal es eine Ausbalancierung geben muss in Richtung zum Beispiel Gerechtigkeit. Und wir sind jetzt dabei zu sagen, nein, solche Fragen um Standardisierung und operativen Operating Systems sind politische Fragen, muss demokratischer werden, muss auch ein Teil des politischen Diskurses werden. Und das ist eine Änderung, die wir jetzt sehen. Absolut. Ja, wir haben so viele Themen in einer Tiefe, dass es bald atemberaubend ist. Gleichwohl ist es so, dass Sie sich, worüber wir uns sehr freuen, aktiv an der Debatte beteiligen. Wir haben drei Fragen und ich würde die Frage von Hendrik Heim, Christi, gleich zuspielen. Wird uns Digitalisierung mehr schaden als helfen? Wie wird sozusagen dieses mit dem Wert der Digitalisierung, wie wird das ausgehen? Das ist ja hier so ein bisschen die Frage, auch mit dem Blick nochmal auf militärische Nutzung. Darauf sind wir jetzt gar nicht zu sprechen gekommen, aber auch zum Thema Überwachungssysteme. Was ist dein Take, Chris? Unglücklicherweise habe ich meine Glaskugel nicht dabei, deswegen kann ich es nicht vorhersagen. Ja, leider nicht. Aber es gibt den schönen Satz, dass Digitalisierung ist weder gut noch schlecht. Vor allem ist sie nicht neutral. Was damit impliziert ist, dass wir es in der Hand haben, es zu gestalten. Und das klingt eigentlich etwas banal, ist aber etwas, was wir jetzt gerade ja ein bisschen auch herausgearbeitet haben mit der Entschlossenheit, wir uns vergegenwärtigen müssen, dass es durchaus Sinn macht, Werte vor die Gestaltung von Digitalisierung zu setzen. Und dann kann man schauen, ob sich nach welchen ethischen Parametern auch man halt anlegt, sich das zum Guten oder zum Schlechten entwickelt. Nehmen wir das Beispiel der Kriegs- oder Überwachungsmaschine, die in der Frage angesprochen wird. Das ist fast schon nicht mehr so sehr eine Frage der Technologie selber, sondern eine Frage des regulativen Ansatzes. Also bei Überwachungsmaßnahmen können wir das sehr schön beobachten. Das ist ja sozusagen eine Standardsituation in der Politik. Sicherheit versus Bürgerrechte, Sicherheit versus Freiheit haben wir in vielen, vielen Varianten. Wir haben sie natürlich verschärft in der Digitalisierung, weil unser Smartphone deutlich mehr über uns aussagt als alles andere. Und hier verhandeln wir auf nationaler Ebene sehr stark die Aufsicht derjenigen, die das durchführen. Also da geht es nicht, also einerseits auch um die Gestaltung der Technik, aber es geht auch sehr stark um die Rechtsdurchsetzung. Wie kann man Rechte wahren? Und das Zweite, die Kriegsmaschine, da sind wir auf einer internationalen Ebene. Es gibt immer wieder den Versuch auf UN-Ebene zum Beispiel eine Ächtung von autonomen
Waffen, also die töten können, hinzukriegen. Das ist dann schon nicht mehr auf der Ebene der Technologie, würde ich sagen. Das ist dann eben Ebene der internationalen Politik, der Interessenspolitik. Also wichtiger Punkt, es gibt nicht irgendeine Digitalisierung, die uns schadet oder uns hilft, sondern wir sind es selber, die wir unsere Rechte auch wahrnehmen müssen. Denn wir beobachten das ja an vielen Stellen, dass wir manchmal nicht mal ein Rechtsproblem haben, was wir bisher diskutiert haben, sondern du hast es gerade angesprochen, ein Rechtsdurchsetzungsproblem, dass das Recht, das wir haben, gar nicht umgesetzt wird. Jetzt gibt es eine sehr schöne Frage, die würde ich, Lorena, dir gern zuspielen. Digitales Ehrenamt, was könnte das etwas sein, was das Gemeinwohl stärkt und unterstützt? Ist das vorstellbar? Also können wir da mit unseren Vorstellungen von Bürgergesellschaft, von aktiver Bürgerinnengesellschaft reingehen und sagen, was ist eigentlich Ehrenamt im Digitalen? Oh ja, das kann man auf jeden Fall machen. Es passiert sogar jetzt gerade. Es gibt Hackerinnen wie Lilith Wittmann, die jetzt einfach alle APIs der Bundesregierung freiwillig und ehrenamtlich dokumentiert und somit offene Daten tatsächlich zugänglich macht für die Allgemeinheit. Und das ist eine Mordsarbeit, die sehr mühsam ist. Und das macht sie gerade, damit öffentliche Daten tatsächlich öffentlich sind. Und nicht nur einfach von Namen her, sondern für all diejenigen, die etwas damit anfangen können und wollen. Es gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten des digitalen Ehrenamts. Also jetzt mitten in der Pandemie fängt es auch im Kleinen an. Wir hatten beispielsweise in unserer Kita darüber diskutiert, ein digitales FSJler zu haben. Also jemand, der damals letztes Jahr, als es wirklich akut war und alle in Lockdown waren, jemand, der hospitiert in der Kita auf digitale Art und Weise. Und das sind kleine Gedanken, die aber tatsächlich in eine unmittelbare Zukunft mehr und mehr kommen werden. Aber es gibt viele verschiedene Ebenen, womit man einfach digital tatsächlich dafür helfen kann, Sachen zugänglich zu machen. Wir sehen das auch natürlich in Projekten wie Wikipedia. Das ist ein großes ehrenamtliches Projekt, in dem versucht wird, Wissen zu demokratisieren. Und es hat natürlich Schattenseiten, in dem immer wieder auch Kritik ausgeübt werden muss. Aber es hat sehr viele spannende und positive Effekte. Also das Wert von Wikipedia ist enorm und auch die Reichweite. Und mehr werden wir solche Projekte sehen, die auch jetzt da sind. Das war ein breites Spektrum an Möglichkeiten für digitales Ehrenamt. Tyson, es gibt ja noch die Frage, Politik soll nicht so ideologisch getrieben sein. Ich hatte das Gefühl, du hast eigentlich das schon, du hast darauf schon Bezug genommen und gesagt, nein, es ist eigentlich umgedreht, sondern es gibt immer dieses Argument, haltet euch hier raus, das ist alles gar nicht politisch und in Wahrheit wird damit Demokratie eher unterhöhlt. Also, aber die Frage lautet jetzt, wenn man es genau nimmt, die Netzpolitik soll ideologiefrei sein und Politik soll lediglich versuchen, also im Netz Privatsphäre, Integrität öffentlicher Räume, Märkte und so weiter durchzusetzen, komplett ideologiefrei. Was kann Ideologie in diesen Bereichen eigentlich, was soll das sein? Ich glaube, die Idee, also technologischen Raum oder Netzpolitik zu ideologisieren, ist eine Täuschung. Und es gibt sogar diejenigen, die vielleicht manchmal in der Macht waren oder sind, die versuchen das zu sagen, dass es ideologisch neutral sein kann. Aber was wir mehr und mehr anerkannt haben, ist, dass es immer so dieser Kampf zwischen
manchmal Werte und Rechte, die gegeneinander kämpfen oder manchmal gegenseitig widersprüchlich sind. Dass es immer einen Diskurs geben soll zwischen Multi-Stakeholder-Akteuren, die versuchen, miteinander zu verhandeln, ständig, wie ein System, eine Verfassung mehr oder weniger, also Standards sind Verfassungen, aussehen sollen. Und das wird sich auch im Laufe der Zeit ändern mit den Werten der Gesellschaft. Und natürlich sollten alle dazu ermächtigt sein, dabei teilzunehmen. Nicht nur Staaten, nicht nur NGOs, nicht nur große Firmen oder kleine Firmen, sondern auch Individuen, Kirchen, alles Mögliche, auch im globalen Süden zum Beispiel. Und wir müssen immer davon bewusst sein, wie inklusiv es ist. Wer ist da drin und wer bleibt draußen? Ein Punkt, das ich zum digitalen Ehrenamt machen möchte, weil jemand hat es sehr cool und interessant erwähnt, weil es ist etwas, was mich interessiert in der Desinformationsraum, ist, was ist die Rolle von Influencers? Also Influencers als Informationswäsche. Und was für eine Rolle spielen wir alle, White Hat, Black Hat Influencers online, um Desinformation oder gute Information zu verbreiten? Wir wissen, dass die Informationsökosystem ist am Ändern und es ist wahnsinnig unterreguliert. Und wie es jetzt aussieht, ist viel anders als, also es gibt nicht zum Beispiel Influencer-Verbände, wie man das kennen würde aus den klassischen Medien. Es gibt nicht die gleichen, also die Werbungsanreize, die online sind, sehen anders aus als im klassischen Funkbereich. Das ist auch eine sehr regulierte Raum, sagen wir mal. Und wir gehen, die Frage ist, wenn das so ist, dass unsere Information vom Internet, vom Netz kommt. Was ist das System, das wir dort sehen möchten? Und ist ein gutes Beispiel, Wikipedia ist natürlich ein super Beispiel. Noch ein Beispiel, das ich kenne, eine sehr gute Influencer in den USA namens ContraPoints, eine Transe, die versucht, sie war früher Covid-Leugnerin und versucht also gute, neutrale Informationen abzugeben an Leute, die sie vertrauen, weil sie war eben Teil dieser Bewegung, abzugeben. Und es gibt so viele gute, interessante so Grassroots-Beispiele von sowas, dass ich glaube, es lohnt sich auch, das zu betonen. Sehr gut. Wir nehmen noch eine Frage in dem Bereich mit hinein, und zwar die, Chris, du bist ein Digitalexperte, so würde ich dich jetzt hier mal mit in die Frage inkludieren. Und die Behauptung von Svenja Hitzemann ist, dass alles, was sich digital entwickelt, die Technologien auch für die Experten immer undurchsichtiger werden. Und kann man dann eigentlich überhaupt noch darüber sprechen oder irgendwas entscheiden, wenn man gar nicht versteht, was da eigentlich abgeht? Die Analyse ist richtig, das stimmt natürlich absolut. Also vor allem für diejenigen, die das technologisch nicht so gut kennen, reden wir hier von künstlicher Intelligenz, also Anwendungen, die selbst lernt und teilweise autonom Entscheidungen treffen. Deren Verhalten oder deren Entscheidungslogiken können wir zum Teil nicht mehr nachvollziehen. Also es macht in dem Sinne keinen Sinn, den Wert oder die Idee der Transparenz anzulegen und zu sagen, wir müssen nur einfach in den Code, in die Softwareprogramme reinschauen und dann können wir entscheiden, ob das gut oder schlecht ist, ob das so gewollt ist oder nicht. Das geht dann in dem Sinne nicht mehr, wenn es selbstlernende Systeme sind. Also die Analyse stimmt. Und das Interessante daran ist, dass mit digitalen Technologien sich auch das Repertoire der Einhegung sozusagen auch weiterentwickelt. Also gerade bei automatischen Entscheidungssystemen wird über Ansätze nachgedacht, die viel stärker auf die Entscheidungsparameter gehen. Also welche Kriterien werden angelegt, damit welche Entscheidung rauskommt. Und wenn eine bestimmte Entscheidung rauskommt, dann kann ich als Individuum oder ein Verband dagegen rechtlich vorgehen. Diese Ansätze gibt es, die sind auf europäischer Ebene zum Beispiel in der Datenschutzgrundverordnung angelegt, die sind angelegt in anderen europäischen Regulierungsansätzen wie dem Digital Service Act oder der KI-Verordnung. Also, dass man das Ergebnis sozusagen angehen kann, wenn es zum Beispiel die soziale Teilhabe betrifft. Und das ist das Interessante, dass wir dann eben unser Repertoire an Instrumenten jetzt weiterentwickeln, weil wir zum Teil die Technologie mit einer reinen Transparenzlogik nicht mehr beherrschen können.
Das ist ja eigentlich auch schon Teil der Antwort auf eine andere Frage, nämlich wie kommen wir vor die Lage? Du hast es ja am Anfang selber. Wie kommen wir sozusagen zu einer antizipatorischen Regulierungskultur? Und du hast Wege angedeutet. Wir werden jetzt weitergehen zu unserem zweiten Block und mal auf das Thema digitale Souveränität gemeinsam schauen und freuen uns jetzt auf einen anregenden Impuls von Julia Pohle. Sie ist Wissenschaftlerin im Wissenschaftszentrum Berlin in der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung. Sie forscht zu Netzpolitik und globalen Internet-Governance-Prozessen. Video ab. Unter dem Schlagwort der digitalen Souveränität fordern politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Akteure die Stärkung unserer Selbstbestimmungsfähigkeit, unserer Handlungs- und Gestaltungsfreiheit im Digitalen. Und das sowohl im Hinblick auf staatliche Autonomie, auf wirtschaftliche Unabhängigkeit und auf die Selbstbestimmungsfähigkeit des einzelnen Bürgers bzw. Konsumenten digitaler Dienste. Zunehmend werden diese Forderungen nach digitaler Souveränität damit gerechtfertigt, dass wir hier in Europa die digitale Transformation an europäischen und demokratischen Werten orientieren sollten. Doch diese Forderung danach scheint bisher vor allen Dingen eine rhetorische, denn die Maßnahmen, die tatsächlich umgesetzt werden, zielen vielmehr auf wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und auf die Sicherung digitaler Infrastrukturen ab. Die Frage stellt sich also, wie können wir eine Politik der digitalen Souveränität gestalten, die tatsächlich auf der individuellen Ebene die Freiheitsrechte der einzelnen Bürger in den Mittelpunkt stellt und auf der kollektiven Ebene sich am Gemeinwohl orientiert? Ja, vielen Dank an Julia Pohle und gleich zu Lorena Jean-Palassi gespielt. Das Thema hatten wir ja schon so ein bisschen angeschnitten im Vorfeld, in den vorigen Bemerkungen. Ist Souveränität sozusagen die richtige Richtung, um Gemeinwohl auf der einen Seite und individuelle Freiheitsrechte auf der anderen Seite zu schützen? Das ist auf jeden Fall eines der Begriffe, der am schillerndsten ist und benutzt wird und sehr unterschiedliche Bedeutung zu haben scheint oder sehr unterschiedlich interpretiert wird. Ursprünglich ist dieser Begriff nicht für Individuen gedacht, sondern das ist ein, sozusagen für politische Institutionen gedacht oder Konstruktionen gedacht, während der Begriff auf individueller Ebene, das vielleicht als parallel betrachtet werden konnte, ist das, was Julia im Video bereits erwähnt, das ist die Frage der Selbstbestimmung. Aber auch da sehen wir, dass wenn wir über Selbstbestimmung reden, dass wir in dem derzeitigen Kontext über eine relativ absolute Vorstellung von Selbstbestimmung, also eine radikale individualistische Vorstellung von Selbstbestimmung reden, die teilweise sich gar nicht deckt mit dem, was wir aus dem Volkszählungsurteil kennen, also rechtlich kennen, aber auch philosophisch kennen. Die Selbstbestimmung steht sozusagen in dialektischen im dialektischen Verhältnis mit das, was einst, also oder fachliche Heteronomie, also Fremdbestimmung genannt wird. Sprich, das, was Selbstbestimmung bedeutet, wird von der Gesellschaft definiert. Was ein Mensch selbstbestimmt, wann ein Mensch selbstbestimmt agiert und wann er das nicht tut, das wird gesellschaftlich vereinbart und entspricht bestimmte gesellschaftliche Definitionen von Selbstbestimmung. Und auch das Lernen, selbstbestimmt zu werden, impliziert, dass man erzogen wird von einem ganzen Dorf, also von einer ganzen Gesellschaft. Und dass man sich bestimmte Normen unterwirft, die eben als Erwartung dastehen. Und somit, was wir sehen in diesem Diskurs, ist, dass wir jetzt sehr viele Begriffe, die fachlich einst verwendet würden, jetzt in den allgemeinen Diskurs reinbringen und teilweise kooptieren. Und dass wir noch ein bisschen weiter verschärfen müssen, das, was wir eigentlich damit meinen. Und das ist
eigentlich eher ein Zeichen dafür, wie jung noch die Diskussion ist. Für viele mag es klingen, als sei es eine sehr alte Diskussion, weil wir seit teilweise 10, 20 Jahren mit solchen Begriffen operieren. Aber historisch betrachtet ist es eine relativ junge Diskussion. Und das zeigt sich an dieser Begriffsunschärfe, die alte Begriffe in neuen Kontexten stellt. Und ich glaube, dass der wichtige Punkt, das Julia auch gemacht hat, ist einfach zu verstehen, dass digitale Infrastrukturen, weil das Infrastrukturen sind, einfach gesellschaftliche Effekte erzeugen, positive und negative. Und dass wir als Gesellschaft, weil wir zu normativ individualistisch sind, verstehen nur die Dimension, die Individuen angeht. Und damit gibt es eine große Lücke für all diese Sachverhältnisse, die eher eine gesellschaftliche Dimension haben. Und da zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen kollektiven und individuellen Interessen? Was sind kollektive Werte? Was sind kollektive Normen? Was sind Leitprinzipien in Kollektiven? Was ist der Unterschied zu individuellen? Das hatte Tyson auch vorhin erwähnt. Sowohl die Frage der Sicherheit als auch die Frage der Nachhaltigkeit, das sind kollektive Werte. Und die verlangen auch ganz andere Maßnahmen. Die Frage der Kultur, die Frage des Zusammenhalts, die Frage der Pluralität, das sind alles leitende Werte, die wir im Übrigen auch ansatzweise in der EU angefangen haben zu entwickeln, im Kontexten wie der Koordination von Infrastruktur, das ist dieser sexy Bereich genannt Raumplanung und Raumordnung. Da haben wir tatsächlich uns die Mühe gegeben, ein bisschen zu gucken, welche zusätzliche Werte, kollektive Natur brauchen Gesellschaften. Und diese Balance zu finden, also einerseits den Baum im Blick zu haben, aber auch den Wald im Blick zu haben und zu verstehen, wie wir ein Gleichgewicht in einer Gesellschaft finden können zwischen Schutz des Individuellen, aber auch Schutz des Kollektiven und die Unterschiede zu verstehen und nicht so sehr in der eine oder in die andere Ecke zu gehen, sondern einfach diesen Mittelweg zu finden. Das ist das, was durch digitale Infrastrukturen jetzt gerade auf dem Stand, also sozusagen auf dem Tisch steht als Problem, weil eben diese digitale Infrastruktur eben unser Schwachpunkt als Gesellschaft angreifen, nämlich all diese kollektive Effekte, die wir immer versuchen, als individuelles Problem runterzubrechen und zum Teil sind das gar nicht. Wenn wir über Überwachung reden, sind die Beobachtungen oder die Mechanismen, die benutzt werden von großen Unternehmen, nicht an individuellen und partikularen Details der Individuen interessiert. Sie sind eher vielmehr daran interessiert, das Leben der Individuen zu gestalten. Also es geht nicht darum zu verstehen, was Herr Müller genau macht, sondern es geht darum zu verstehen, was für ein Profil entspricht Herr Müller, in welchem Kasten, in welche Schublade kann ich Herrn Müller stecken und kann ich ihm sozusagen einordnen in mein algorithmisches System. Und das ist kein individuelles Problem, das ist ein kollektives Problem, das ist ein Problem sozusagen der sozialen Ordnung. Und das, finde ich, hat Julia in ihrem letzten Satz, finde ich, sehr knapp, aber hervorragend zusammengefasst. Mhm, genau, es geht um die Muster, die Individuen für sich persönlich empfinden, die aber gleichzeitig die Konstruktion im Grunde von Kollektiven sind. Also alle Leute, die in Detroit jetzt eine Wohnung suchen oder so. Ja, das ist ja kein Kollektiv, dem man sich zugehörig fühlt, wenn man eine Wohnung sucht oder so. Ja, das sind ganz neue Phänomene. Ich würde jetzt aber nochmal das weiterspielen, Tyson, auf das Kollektiv, das wir am meisten mit dem Thema digitale Souveränität in Verbindung bringen, und das die Europäische Union.
Also der Green New Deal hat das sozusagen implementiert und im Grunde ist es so eine Art dominierendes Narrativ für die Frage, wie soll eigentlich Europa aufgestellt sein, nämlich digital ist souverän und worin besteht das eigentlich, was bedeutet das? Da hat ja Julia Pohle auch Beispiele oder die Richtungen genannt, Stichwort Wettbewerbspolitik, Stichwort Infrastruktur. Wie realistisch ist dieses Ziel digitale Souveränität Europas? Ja, also natürlich ist es sehr präsent. Es ist, wie Kanzlerin Merkel gesagt hatte, während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft war, dass die Leitmotiv der europäischen Digitalpolitik. Aber die große Frage, und das ist immer interessant und es ist gut, dass wir immer dazu zurückkommen, ist, was bedeutet digitale Souveränität überhaupt? Und natürlich, Julia hat eine fantastische Topografie diese Phrase gegeben mit den drei Ebenen. Aber das Interessante und das Kluge an diesem Begriff ist, es ist sehr strategisch ambiguös. Und manche Staaten, manche Akteure interpretieren was anderes in dieser Phrase als andere. Und das hilft auf EU-Ebene, um ehrlich zu sein, dass Partnern wie Deutschland und ein großer engster Partner Deutschlands Richtung Westen zusammen gemeinsam auf Projekte mit Hinsicht auf digitale Souveränität arbeiten können. Weil eine sagen wir mal, ordoliberalistische Interpretation dieser Phrase, Wettbewerbsfähigkeit, klare Regeln, informationale Selbstbestimmungen, Offenheit, das ist alles, wenn es in bestimmten Projekten, wie zum Beispiel Gaia-X zusammenkommt, ist im Einklang mit dieser andere, für Frankreich zum Beispiel, im Einklang mit den Zielen Frankreichs, wenn Sie diese Phrase digitale Souveränität hören, was man normalerweise im Englischen auch hört, dass es auf Staat basiert ist. Es ist eine westfälische Definition. Souveränität, was ist der Einheit, das politische Einheit, wenn man redet über Souveränität im Deutschen? Ich glaube, es könnte der Mensch sein, aber im Englischen und anderen Sprachen ist es normalerweise der Staat. Und das heißt, also was ist die Handlungsfähigkeit des Staates im digitalen Raum? Und deswegen hat es auch diese Tendenz in Industriepolitik so eingesetzt zu werden, in Infrastrukturpolitik eingesetzt zu werden und im geopolitischen Kontext eingesetzt zu werden. Und diese Ambiguität bleibt. Es dient auch, muss man ehrlich sagen, das ist der Sinn des Ganzen im Europäischen Union, also dass es eine ständige dialektische Verhandlung gibt. Aber ich glaube, die deutsche Interpretation von dieser Phrase ist nicht unbedingt das von den Nachbarn. Aber ich würde mich dafür interessieren, was Chris auch dazu denkt. Ja, ich kann das gerne aufgreifen. Also es ist, wie Tyson und Julia und Lorena gesagt haben, natürlich Souveränität erstmal ein Aggregatsbegriff, der sehr unterschiedlich gefüllt werden kann oder sehr unterschiedliche Zustände annimmt. Er widerspricht erstmal sinnlogisch der Digitalisierung und der Netzarchitektur, die erstmal auf Dezentralität ausgelegt ist und daraus viele Potenziale schöpfen kann, Innovationspotenziale oder individuelle Potenziale schöpfen kann. Auf der ersten Ebene widerspricht sich. Auf der zweiten Ebene kann man aber auch durchaus sagen, dass das zusammendenkbar ist auf einer europäischen Ebene, wenn man, Tyson hat es angesprochen, hat zum Beispiel einen zweiten Wert darunter liegt, nämlich Offenheit, Openness. Ich glaube, für Europa kann die Idee der digitalen Souveränität nur dann funktionieren, wenn man sich vielleicht ein bisschen zurückbesinnt, wo Europa steht, im internationalen Wettbewerb sozusagen zwischen asiatischem Kontinent auf der einen Seite, USA auf der anderen Seite, wird man nicht mit einem protektionistischen Souveränitätsbegriff operieren können, indem man versucht, im Wettbewerb mit eigenen Standards, mit eigenen Produkten noch versuchen, das aufzuholen. Was aber vielleicht funktionieren kann, ist, wenn man unter Souveränität den europäischen Weg sozusagen gehen möchte und Offenheit, also offene Standards versucht zu setzen, um sich wie in anderen politischen Bereichen sozusagen als Middleman sozusagen zu positionieren, sodass andere Akteure
nicht um die europäisch gesetzten Standards, seien es regulativ gesetzte Standards, seien es technologisch gesetzte Standards, nicht umhinkommen kann. Nur dann, glaube ich, ist dieser Souveränitätsbegriff auf einer europäischen Ebene erfolgsversprechend, wenn man ihn denn verfolgen möchte. Also das heißt auch, Chris, du würdest dafür plädieren, dass Gemeinwohl, Offenheit, Souveränität, dass sich das irgendwie reimt. Ja, also das muss zusammen gedacht werden. Gemeinwohl ist das Gleiche wie Souveränität. Es ist erstmal eine Hülle, in die Unterschiedlichstes hineininterpretiert werden kann. Ebenso wie bei Souveränität kann man darunter eine Innovationsökosystem verstehen wollen, wo Wohlstandspotenziale geschöpft werden, bis hin zu, dass individuelle Schutzrechte gewahrt werden. Das kommt sehr auf das Ausfüllen sozusagen an, aber die schließen sich in dem Sinne nicht kategorisch aus, würde ich sagen. Thyssen, du hast in deinem Artikel, den du beigetragen hast, wenn man darauf auch jetzt nochmal hinweisen darf, auf unser schönes Buch, das hier Anlass unserer Veranstaltung ist, der Wert der Digitalisierung, auch nochmal darauf hingewiesen, hast das jetzt auch gerade angespielt, dass es keine Äquidistanz geben kann. Also dass dieser in Bezug auf die große Systemkonkurrenz zwischen einem chinesischen Modell auf der einen Seite und einem US-amerikanischen Modell auf der anderen Seite. Wie stellen wir uns eine digitale souveräne Werteordnung oder Ordnung vor, die transatlantisch verankert ist, wenn wir gleichzeitig die Prozesse, die wir schon diskutiert haben, mit einbeziehen, dass es auch disruptive Energien durchaus durch von US-amerikanischen Tech-Unternehmen gibt? Ja, ich würde es sogar so einen Schritt weiter nehmen und sagen, nicht nur transatlantisch gestalten, sondern vielleicht demokratisch gestalten. Eine Phrase, die ich gerne nutze, ist demokratische Autonomie. Also die Handlungsfähigkeit der demokratischen Welt, die Welt zu gestalten, wie sie wollen. Das heißt zum Beispiel Open Standards, das ist ein wichtiger Teil davon, dass viele Stakeholders, möglichst viele Stakeholders da eingeschlossen sind. Wir sehen Ähnlichkeiten im politischen Diskurs auf beiden Seiten des Atlantiks mit Hinsicht auf Wettbewerbsfähigkeit jetzt zurzeit, mit Hinsicht auf die Rolle von Gatekeepers, digitale Dominanz, Redefreiheit im Internet, Datenschutz, gerechte Steuerpolitik. Das sind alle praktische Rechts- oder Politikbeispiele, wo wir sehen schon, dass die beiden Seiten des Atlantiks und der demokratischen Welt zusammenkommen. Aber dazu müssen wir auch eine gewisse, und das ist dieses scheinbar widersprüchliche, aber auch sehr wichtige, ein bisschen Kontrolle haben. Um Freiheit zu schaffen, um Offenheit zu schaffen, muss man gewissermaßen etwas härter machen, fast. Mhm. Man muss die Offenheit verhärten. Und das heißt, es muss Konsequenzen geben für diejenigen, die das nicht wirklich wollen oder die das ausnutzen wollen. Und das haben wir gesehen, sei es durch bestimmte Tech-Firmen oder bestimmten Regimen, autoritären Regimen, dass sie nutzen die Offenheit aus, um diese offene Raum zu beherrschen. Und dazu müssen wir Gegenmaßnahmen stellen. Und ich glaube, wenn ich sage, keine Äquidistanz für Europa, es ist sehr verlockend zu denken. Und es passt perfekt auf einen Aufkleber, wenn man sagt, okay, wir wollen nicht das Internet von Silicon Valley oder das Internet von China. Wir wollen etwas inzwischen. Aber wenn man das Spektrum der Werte anschaut, die wir gerade besprochen haben. Es ist nicht Europa, die in der Mitte steht, es ist die USA, die in der Mitte steht. Und dann ist die Frage, wie kann Europa die demokratische Welt zu ihrer, das, was sie plädieren European Charter of Fundamental Rights, etc. Wie können sie das am besten internationalisieren? Und ich glaube, das geht nur mit den USA zusammen. Also in Bezug auf, dass Europa in der Mitte steht, sozusagen in Bezug auf die klare Werteorientierung und alles das, was sozusagen an fundamentalen Vereinbarungen der Europäischen Union zugrunde liegt. Mhm. Genau. Gut, dann sind wir schon wieder in der Fragerunde angekommen.
Es gab eine Frage, die sehe ich jetzt aber gerade gar nicht, die sehr schön war zum Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht kann die auch noch mal irgendwie nach oben gespült werden. Sonst würde ich gerne die anonyme Frage auch tatsächlich als, da ist sie wieder, von Dirk Osig. Wie ändern wir die Denkweise, um die Transformationen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken? Das ist ja auch ein bisschen der Hintergrund dieser Frage gewesen oder der Aussagen von Julia Pohle gewesen. Wir haben diese unterschiedlichen Transformationsbegriffe im grünen insbesondere Kontext, reden wir sehr gerne von der Transformation als einer Veränderung unserer Lebensweise, insbesondere auf ökologische Themen gemünzt. Und auf der anderen Seite wird aber Transformation in anderen Kontexten als digital verstanden. Und beides sind manchmal zwei Züge, die wirklich mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zurasen. Deswegen finde ich diese Frage sehr, sehr anregend und finde, wir sollten uns dazu eine Runde gönnen. Lorena. Ja, das ist tatsächlich sehr, das sind wunderbares Metapher, zwei Zungen, die aufeinander zurasten. Ich glaube, wenn wir tatsächlich eine Veränderung wollen, dann müssen wir etwas machen, das uns nicht gefallen wird. Als Menschen, die in Europa wohnen und tatsächlich das mit den mit der ethischen Sensibilität und mit demokratischen, fairen würdevollen sozusagen Werte und Normen eine Welt gestalten, die sowohl nachhaltig ist und dann auch Digitalisierung vorantreiben. Und das bedeutet, dass man sich genauer guckt in der Vergangenheit. Wo kommt das her? Die Art und Weise, wie wir Digitalisierung betreiben. Und wie Tyson gesagt hat, eigentlich die Silicon Valley Mentalität ist ein europäisches Export. Das haben wir Europäer exportiert. All die Probleme, die wir momentan haben, die Diskriminierungseffekte, die Nachhaltigkeitsprobleme, die Logiken in den Algorithmen, aber auch die rechtlichen Logiken sind sozusagen von europäischen Denken verursacht worden. Dass wir glauben, dass wir an Technologierationalität outsourcen können, hat einen europäischen Denken, hat sehr viel mit der Aufklärung zu tun. Als Leibniz seine Rechenmaschine entwickelte, startete er ein jahrhundertaltes Projekt des Outsourcen von vermeintlicher Rationalität an Maschinen. Also der Glaube, dass man sozusagen menschliche Fähigkeiten an Maschinen übergeben kann. Auch basierend auf Ideen wie, dass es so etwas wie eine bestimmte kartesische, also vom Descartes geprägte Vorstellung von, nicht nur Vorstellung, sondern Definition von Rationalität, wo es sozusagen eine Art von Standpunkt aus dem Off, die Möglichkeit sozusagen, der Glaube, dass man tatsächlich rational bedeutet, dass man sich entkleiden kann von der eigenen Macht, von der eigenen Haut, vom eigenen Geschlecht, von der eigenen Kultur und man rein objektive Wahrnehmungen machen kann über die Welt und dass sie deswegen neutral sind. Der Glaube dann und dann das Zentrieren. Ne? Also nicht nur sozusagen dieser Glaube, dass man etwas Rationales bauen kann und dass diese Rationalität etwas Objektives und Neutrales ist, indem das eigene, die Partikularitäten von einem, die Machtpositionen von einem einfach entfernt werden können, sondern auch zusätzlich diese Perspektive des Anthropozentrischen, womit wir auch weiterhin diskutiert, menschenzentriertes KI. Ja, dadurch, dass wir einfach das Individuum, der Mensch als Mittelpunkt von allem, was wir tun, stellen, bedeutet das, das hat eine, also
aus dieser Geschichte der Art und Weise, wie wir Wissenschaft machen, aber auch auf der Art und Weise, wie wir sozusagen wir uns normative Regeln im Sozialen geben, hat extreme Konsequenzen gehabt. Denn das Stellen im Mittelpunkt des Menschen, um erstmal zu entscheiden, was kann der Mensch sehen und beobachten und darauf basierend zu entscheiden, wie machen wir Wissenschaft? Ja, basierend auf dieser Ausgangsfrage haben wir dann die Regeln von dem, was wir wissenschaftlich als wissenschaftlich betrachten und nicht. Und eben diese Vorstellung, diese anthropozentrische Vorstellung, die sehr männlich geprägt ist, von dem Glauben, dass man einfach sich von der eigenen Position weg entfernen kann und man neutral beobachten kann. Aber auch die Vorstellung, dass erstmal man die Natur des Menschen definieren muss, um entscheiden zu können, was die gute Stadt ist. Ne? Also Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, all das Männer im Übrigen, die erstmal definiert haben, was der Mensch ist und darauf basierend, was die richtige Ordnung, was die richtige politische Ordnung ist. Ja? Das hat dazu geführt, dass wir erstmal bei allem, was wir machen, sei es normative Natur, sei es wissenschaftliche Natur, erstmal Menschen essentialisieren. Das heißt, dass wir dabei einfach Kategorien bauen, indem wir versuchen, die Essenz des Menschen schön in eine Schublade zu stecken. Und weil wir diese Kategorien bauen, müssen sie ja verallgemeinbar sein, also universell. Und das, genau das sind die Probleme, die dazu führen, dass im digitalen Bereich Diskriminierung stattfindet, weil die Reichheit vom menschlichen Leben, die Reichheit der menschlichen Identität, die Ambivalenz im Leben, die lässt sich nicht in Schubladen stecken. Das Leben und die Menschen und die menschliche Entwicklung ist immer im Fluss. Mhm. Und einfach alles das in den Mittelpunkt zu stellen, ist sehr europäisch. Es gibt andere Kulturen, die nicht davon ausgehen, sondern einfach sich auf die Beziehungen zwischen den Menschen sich konzentrieren, ohne vorab definieren zu müssen, was ein Mensch ist. Weil sie einfach auch die Identität als sozusagen auch ein relationales Verhältnis ist. Ubuntu, ich bin ich, weil du bist. Und weil da hinten dieser Fluss da ist. Und da weiter ein Berg. Und wäre es nicht ein Berg, sondern ein Wald, wäre ich ein anderes Ich. Und du wärst ein anderes Du. Chris, du wolltest reagieren. Ich wollte reagieren, kann jetzt nicht direkt darauf Bezug nehmen. Also ich kann anknüpfen auf den Aspekt der überindividuellen Denkweise, weil die Frage davon war, das Verhältnis von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Erstmal die Analyse stimmt. Im deutschen oder auch im internationalen Diskurs haben wir es noch nicht so sehr vermocht, diese beiden Transformationsprozesse zusammenzudenken auf zwei Ebenen. Einerseits auf der ökologischen Ebene. Es gibt natürlich viele politische Maßnahmen, um externe Effekte von Digitalisierung einzuhegen, indem man versucht, Alternativen zu Bitcoin-Mining-Verfahren zum Beispiel zu fördern, die sehr rechenintensiv sind, indem man versucht, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, die wertvolle Ressourcen, die wir in unseren Endgeräten haben, wiederzuverwerten. Das sind dann instrumentelle Ansätze, um einen Missstand zu korrigieren. Da gibt es sehr, sehr viele, sehr gute Ideen. Aber es gibt tatsächlich bisher noch nicht den Prozess Nachhaltigkeit als ein grundsätzliches Leitmotiv der Digitalisierung zu denken, im ökologischen Sinne und interessanterweise auch im nicht-ökologischen Sinne. Es gibt eigentlich kaum eine politische Maßnahme, die die Frage versucht zu beantworten, was ist eigentlich der Effekt für eine kommende Generation, wenn wir es zulassen, dass sich eine Anwendung so oder so gestaltet. Wir haben zwar im deutschen Diskurs nach Hans Jonas das Vorsorgeprinzip zwar etabliert und er ist auch politisch etabliert in deutscher Prägung in der Technikfolgenabschätzung, wo dann
darüber nachgedacht wird, gibt es negative Effekte auf Individuen oder auf Gesellschaften, die wir einpreisen müssen, und müssen wir das dann vielleicht regulativ dem vorgreifen. Das gibt es zwar grundsätzlich, aber hat sich in der Digitalpolitik... Auch bestätigt durchs Bundesverfassungsgericht. Genau. Und ist auch etabliert, zum Beispiel im Bundestag gibt es dazu einen ganzen Apparat und so, aber es hat sich als sozusagen grundsätzlicher Gedanke, wenn wir Digitalisierung als Ganzes oder einzelne Anwendungen gestalten wollen, was hat das für einen Effekt für eine folgende Generation im nicht ökologischen Sinne, noch nicht so etabliert. Letztes Beispiel dafür, wenn wir über Innovationen sprechen, macht es ja eigentlich nicht so viel Sinn, dass Anwendungen versioniert sind, dass man immer wieder eine neue Version von etwas zum Beispiel kaufen muss, sondern es macht viel mehr Sinn, ein digitales Ökosystem zu haben, das ist momentan das auch, was am meisten diskutiert wird, auf das immer wieder neue Innovationen aufsatteln können und draufsetzen können. Und das ist meine Hoffnung, dass sich dieses sozusagen nachhaltige Denken in der Gestaltung der Digitalisierung zum Beispiel mit so Ökosystemen etabliert. Mhm. Ja. Jetzt noch mal, Theisen, die konkrete Frage, können wir mit Green Tech die Klimakrise lösen, wenn wir unser Menschenbild nicht verändern, so wie Lorena das gerade beschrieben hat? Also ich glaube, wenn wir unsere Idee von Technologie nicht verändern, dann wäre es schwer, weil Green Tech ist immer noch ein Nebengattung von Technologie und ist nicht durch alles durchgezogen. Also wir sehen immer noch, die Hauptwerte ist so ein bisschen Selbstverwirklichung und Effizienz. Und das ist, woran wir streben mit und dass es billiger wird. Das sind die wichtigsten Hauptwerte, die die Digitalisierung und technologische Entwicklung vorantreiben. Und Nachhaltigkeit ist immer noch nicht in diesem ersten Rang. Also eher nein. Also eher sozusagen erstmal Lorenas Revision von Locke und Hobbes und Rousseau und Menschenbild oder unser Verhalten, auch unseren Blick auf Technik verändern, um dann zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie, auch in dem Sinne, wie Chrissy gemeint hat, in Bezug auf die Frage, was sind eigentlich die Auswirkungen für die nächsten Generationen umzugestalten. Gut, dann würde ich sagen, wir sind ja schon, die Fragen deuten massiv in die Richtung, ja, und wie setzen wir jetzt eigentlich Digitalpolitik um? Was sind Regulierungsanforderungen? Wie müssen wir politisch reagieren? Und deshalb würde ich jetzt gerne weitergehen zu unserem dritten Block, wo wir dann alle Fragen, die wir jetzt noch nicht geklärt haben, andiskutieren können. Wir haben dazu Stefan Heumann eingeladen. Stefan Heumann ist einer von zwei Vorständen der Stiftung Nachhaltigkeit und Stiftung Neue Verantwortung. Ich bin ganz im Nachhaltigkeitsdenken drin. Stiftung Neue Verantwortung und Stefan Heumann reagiert auf die Frage, was muss denn digitalpolitisch jetzt eigentlich passieren? Video ab. Hallo, hier ist Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung. Ihr wisst alle, dass es nicht rund läuft mit der Digitalpolitik in Deutschland. Schon lange gibt es in Berlin das Mantra, dass wir kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem haben. Jetzt wird sehr prominent diskutiert, dass wir ein Digitalministerium brauchen, um voranzukommen. Aber ich glaube, dass die entscheidenden Fragen nicht an einem neuen Ministerium liegen, sondern dass wir ein grundsätzliches Update für Regierung und Verwaltung in Deutschland brauchen und vor allem auf drei Ebenen. Wir brauchen Expertise in der Verwaltung und der Regierung zu digitalen Themen. Und vor allem auch brauchen wir diese Expertise auf Leitungsebene. Das heißt, wir müssen unsere Laufbahnen im öffentlichen Sektor flexibilisieren, damit wir auch Expertinnen von außen in verantwortungsvolle Positionen bekommen können. Wir müssen zusätzlich uns die Gesetzgebungsprozesse und die internen Diskussionen in den Ministerien, aber auch im Bundestag viel mehr für Expertise von außen öffnen. Das heißt, dass es Konsultationen gibt, nicht nur, wenn Gesetze fertig geschrieben sind praktisch, sondern ganz am Anfang, wenn sie konzipiert werden. Und als dritten Punkt müssen wir auch endlich diskutieren, wie wir Zuständigkeiten vereinfachen. Es wird immer komplexer mit der Digitalpolitik zwischen EU-Ebene, nationaler Ebene und Ländern. Wir brauchen starke Aufsichtsgremien, um unsere Rechte durchzusetzen. Aber es macht wenig Sinn, sie wie beim Datenschutz oder auch bei der Medienregulierung
einzelne Bundesländer in die Verantwortung zu nehmen, sondern wir brauchen eine starke Rechtsdurchsetzung und Kontrolle auf europäischer Ebene und das müssen wir bündeln. Ja, ich freue mich auf die Diskussion zu diesen Punkten und wünsche noch einen spannenden Abend. Ciao, ciao. Ja, danke an Stefan Heumann für diese also relativ handfesten und konkreten Vorschläge, die er gemacht hat. Natürlich hat er dieses große Buzzword in den Raum gestellt. Brauchen wir ein Digitalministerium? Ja oder nein? Im Lichte dessen, was wir gerade diskutiert haben, von der Frage, was haben wir für ein Menschenbild, was haben wir für einen Begriff von Nachhaltigkeit, was bedeutet Gemeinwohl, was sind individuelle Freiheitsrechte, würde ich sagen, es ist uns klar, dass diese Fragen nicht einem im Entstehen und erstmal aufzubauenden Ministerium gelöst werden könnten oder geschweige denn auf dessen Schultern abgeladen werden können, sondern es geht offensichtlich um einen weiteren Bereich, um die Frage, wie kriegen wir politisch Ordnung und Freiheit und Gerechtigkeit in das Digitalfeld. Chris, ich würde dich zuerst fragen, was sind die digitalpolitischen Must-Haves, derer wir jetzt bedürfen? An allererster Stelle ist es tatsächlich eine politische Priorisierung. Es ist die Debatte rund um das Digitalministerium ist ja auch eine Debatte darum, wie kann man das Thema erstens handhabbar machen, zweitens politisch auf eine Ebene heben, so dass eine Bundesregierung am Kabinettstisch zum Beispiel vertreten durch ein Ministerium eine bestimmte Maßnahme durchsetzen kann, gegen andere Ministerien zum Beispiel. Und deswegen verhandeln wir vor allem eine Frage der politischen Priorisierung. Und das muss sich eine kommende Bundesregierung dann fragen, ob sie als eine der Zukunftsthemen neben der Nachhaltigkeit natürlich, also der Umweltfragen, Digitalisierung als ein Zukunftsthema, das gestaltet werden soll, priorisieren möchte. Und dann ist es gar nicht so sehr wichtig, ob es eben ein Ministerium ist oder ob es andere Formen geben kann, wie dass es sich durch alle Ministerien durchzieht, indem es allen Ministerien einen Staatsminister zum Beispiel gibt, Staatssekretär gibt, der diesem Thema sich annimmt. Das ist dann eher eine handwerkliche Frage. Also das Erste ist die Priorisierung. Das Zweite ist, worüber jetzt wir gesprochen haben, sollte es so etwas geben wie eine Vision, also wohinter sich alle Ministerien und eine ganze Bundesregierung versammeln kann und auch umsetzen möchte. Denn ein Problem, das auf deutscher Ebene und auf internationaler Ebene immer wieder war, dass natürlich konkurrierende Ministerien sich immer wieder einzelne Aspekte herausgezogen haben und dann an anderen Ministerien gescheitert sind. Das lässt sich vermeiden, indem es eine gemeinsame Agenda gibt. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wird man die mit Werten aufladen? Also als allererstes, wie gesagt, eine Priorisierung. Das zweite ist, ob man es schafft, sich sozusagen hinter einer Vision zu versammeln. Und alles danach sind sozusagen instrumentelle Fragen, die aber auch geklärt werden müssen. Ja. Ich würde den Ball gleich mal zu Lorena weiterspielen. Stefan Heumann hat ja auf dieses Thema des Capacity Building, also haben wir eigentlich digitale Expertise auf den Leitungsebenen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen und Chris hat mit diesem Thema der Vision ja auch darauf hingewiesen. Im Grunde genommen ist es wie bei jeder Transformation, 20% ist Technik, 80% ist gesellschaftliche Veränderung. Muss das sozusagen die digitale Kompetenz, also Expertinnen und Experten, die wie eine Zuhörerin gemeint hat, verstehen, was da eigentlich passiert in den neuronalen Netzen? Oder brauchen wir, ist das wirklich eine Anforderung oder brauchen wir nämlich eine ganz andere Anforderung? Nicht unbedingt digitale Expertise, sondern diese gesellschaftsgestaltende und reflektierende Expertise. Ich würde sagen, ja und nein. Also wenn man als Staat tatsächlich Digitalisierungsmaßnahmen führt, dann sollten da Leute auch vorhanden sein, die eben diese technische Dimension von Technik verstehen und begründen können. Wie schon angedeutet, wir reden über soziotechnische Systeme. Das heißt, es gibt zu jedem
komputationelle Infrastruktur gibt es nicht nur die technische Dimension, sondern es gibt dann die sektorielle Dimension, wo man digitalisiert, wo man auch Fachkenntnisse braucht. Und dann gibt es diese soziale Dimension, weil eben diese Technologien nicht ganz getrennt werden können von A, der Mentalität der Menschen, die es bauen, aber auch B, der Mentalität der Menschen, die es nutzen. Und zwar so nutzen, wie sie meinen, dass es genutzt werden kann. Und meistens hat das wenig damit zu tun mit der Idee, die ein Techniker dahinter hatten, als er ein Programm benutzt hat. Und das kennen wir und wissen wir jetzt alle aus dem Alltag, wie Uber-Fahrer versuchen immer wieder den Algorithmus zu verändern oder so zu entkommen, zu tricksen. Wie wir selbst mit Programmen auch tricksen oder versuchen, sozusagen das in unserem Sinne zu nutzen. Das ist alles auch Teil der sozusagen der Rechnung oder der verschiedenen Dimensionen von Digitalisierung, die betrachtet werden müssen. Und das ist eine hochinterdisziplinäre Angelegenheit. Es gibt gar keine Experte, der da eine rundum Auswertung und Bewertung von einem System geben kann, weil es gibt gar keine Experte, der Techniker, Jurist, Mathematiker, Ethiker und dann Fachexperte ist. Aber weg davon, unabhängig davon, was ich glaube, dass es wichtig ist, ist, dass wir überhaupt politisch verstehen, wozu wir Digitalisierung wollen. Digitalisierung ist kein Wert. Und die Frage ist dann, wozu? Und wie Tyson bereits angesprochen hatte, wir reden die ganze Zeit über, weil wir Effizienz wollen. Nun, Effizienz bedeutet, dass man bereits bestehende Prozesse optimiert. Also, dass man davon ausgeht, dass einfach die Zukunft so wie die Vergangenheit sein wird und wir einfach das sozusagen verbessern wollen. Aber wenn wir Veränderung wollen, dann ist Effizienz ein sehr schlechter Ansatz, weil es ermöglicht das nicht. Das, was sozusagen die Möglichkeit einer Veränderung und der Anpassung zu Veränderungen ermöglicht, ist ironischerweise die Resilienz. Und die steht in gewissem Widerspruch mit Effizienzansätzen. Das ist im Übrigen interessant, weil so wie ein Wald funktioniert, der Wald ist vernetzt durch die Wurzeln und alle verschiedene Pflanzen, Bäume, Pilze kommunizieren miteinander und übertragen Informationen, Verteidigungsstrategien und so weiter. Und die Vernetzung basiert auf Resilienz. Die meisten Organismen auf der Erde, die älter sind als der Mensch, sind auf Resilienz gepolt und nicht auf Effizienz. Und diese Art von Überlegungen, also zu verstehen, was ist das, was wir wollen? Wollen wir den Status quo optimieren oder wollen wir Veränderungen erwirken? Da wird man auf ganz andere Sachen, sozusagen Werte, kommen müssen. Und die sind nicht Wachstum, die sind nicht Effizienz. Die haben mit viel anderen Werte, die erstmal expliziert werden müssen, noch gar nicht expliziert worden sind, weil wir einfach nur über eben Begriffe uns austauschen, die wir noch gar nicht ergründet haben oder wir noch gar nicht sozusagen offenbar uns im Klaren sind, was die bedeuten. Und zusätzlich zu das, glaube ich, müssen wir uns auch rechtlich ein paar Fragen stellen. Ja, wie ist denn das rechtsdogmatisch, wir Probleme haben, weil wir Infrastrukturen haben, aber Methodologien, die individualistisch sind und das gar nicht so sehr zu dieser Art der Infrastruktur passt. Wir haben aber auch rechtsdogmatischen auch Probleme, weil wir eigentlich in Demokratien werteorientiert, also erstmal explizieren wir einen Wert, das wir schützen wollen und dann dekliniert man einfach dementsprechend bestimmte Rechte und also den entsprechenden Rechten, also Gesetzen. Und das machen wir mehr und mehr, nicht mehr, sondern wir regulieren quer technikorientiert. Mhm. Und das haben wir in den letzten 100 Jahren gemacht. Es fing vor der Datenschutzverordnung. Ich habe tatsächlich jetzt im letzten Jahr mir die Mühe gegeben, zu gucken, wie viel KI-Regulierung ist bereits da im deutschen Recht. Und eines der ersten Algorithmenmacher war der Staat. Wir haben ganz viele Rechtsvorschriften im Recht. Und wir regulieren sehr technisch orientiert und das wird schnell auch obsolet. Ursprünglich im BGB, eine Maschine war ein Schiff. Heutzutage, ein Schiff ist nicht eine Maschine, es hat viele Maschinen drin, aber es ist selbst keine Maschine. Mhm. Und dadurch diese sozusagen
Wir stehen sozusagen jetzt auch rechtlich auf einen Punkt, wo wir entscheiden müssen, wie wollen wir in der Zukunft regulieren. Und wir machen momentan weder Fisch noch Fleisch. Wir machen beides. Und vielleicht muss man sich, wenn wir sagen, wir wollen hybrid regulieren, wir wollen technikorientiert, aber auch werteorientiert regulieren. Man muss genauer gucken, wie macht man das, damit es passt. Und als Letztes, was ich glaube, was sinnvoll wäre, ist, was Estonien gemacht hat. Die haben ein Ministerium, das eigentlich koordiniert und guckt, was Bestand ist, jedes Mal, dass ein anderes Ministerium ein neues System einführen will. So dass man einfach versteht, was für mögliche Inkompatibilitäten wird es mit anderen Systemen geben. Haben wir das bereits woanders, sodass wir uns mit den anderen Ministerien austauschen können? Das wäre durchaus sinnvoll, denn momentan haben wir eine Infrastruktur, das ein Flickenteppich ist. Und das ist technisch problematisch, weil wenn wir Infrastruktur bauen, müssen wir uns zwei Sachen vor Augen führen. Erstmal, wenn sie da ist, muss sie gepflegt werden. Und sie geht auch nicht weg, nur weil sie nicht benutzt wird. Und die zweite Sache ist, ähnlich wie bei der Bahn, als wir die Schienen angefangen haben zu bauen, haben wir damals angenommen, dass die Züge sich umdrehen müssen. Und entsprechend wurden auch die Schienen so gebaut. Und nun, als die Infrastruktur fertig war, hatten wir den ICE, der brauchte nicht mehr umdrehen. Das heißt, wir werden jetzt Infrastruktur und digitale Infrastruktur bauen, auf der dann Technologie laufen wird, die wir noch gar nicht kennen. Und das bedeutet, dass wir ganz anders darüber nachdenken müssen, was wir bauen, wie wir das pflegen werden und wie wir das möglich bauen, dass es nachhaltig ist, dass es sozusagen Sinn macht. Das spricht ja eher für eine wertegeleitete Regulierung. Eigentlich hat Lorena Theisen jetzt schon die Frage vorweggenommen, die ich dir gerne stellen wollte. Stefan Heumann hat ja gesagt, es läuft ja hier ganz offensichtlich digitalpolitisch nicht alles rund. Jetzt war meine Frage, wo läuft es digitalpolitisch rund? Also Lorena hat das Beispiel Estland genannt. Also sagen wir uns, das ist natürlich von der Skalierbarkeit her, das muss man sich natürlich angucken und auch von der Historie her in mancherlei Hinsicht vielleicht nicht zu vergleichen mit jetzt so etwas größeren europäischen Ländern. Aber gibt es Kontexte oder Nationen, wo du sagen würdest, ja, also hier können wir uns aber mal richtig eine dicke Scheibe abschneiden? Also eine platonische Utopie der Digitalisierung gibt es nicht, aber es gibt natürlich Best Practices in einzelnen Bereichen, zum Beispiel Immigrationspolitik in Kanada oder KI, Forschung und Entwicklung oder Innovation in Israel zum Beispiel, wie gerade erwähnt wurde, die öffentliche Verwaltung in Estland. Also man kann dadurch so einen Justice League von Best Practices irgendwie zusammenbasteln und was hinbekommen. Aber das ist das Wichtigste, was sie erwähnt hatte, Lorena, und das ist diese interdisziplinäre. Die Philosophie der Regulation muss sich ändern. Und wenn dieses Ministerium das aufnimmt, wenn man anschaut, wie Regulation in der industriellen Revolution gemacht wurde. Es versuchte, die Industrie selbst, der Stand der Technik zu widerspiegeln. Also alles war ein bisschen mechanistisch, alles automatisiert mit Fabriken und so. Und dann kamen auch sehr mechanistischen Regulationen, die statisch waren, die versucht haben, dieses Umfeld zu gestalten. Also Arbeitsrechte, Mindestlohne, Sozialnetz etc. etc. Und wenn wir diese Ökosystem, wie gerade beschrieben wurde, im Wald, wie komplex das aussieht, wie dynamisch das aussieht, dann müssen wir das auch machen, dass in der Digitalisierung, dass die Regulation, die Staat, der Stand der Technik entsprechen muss. Es muss es widerspiegeln, es muss dynamischer sein, es muss interdisziplinärer sein. Und dieser Punkt, es kommt immer wieder vor, auch in Diskursen in anderen Ländern, das, was wir brauchen, ist mehr Fachexpertise. Das ist natürlich ein Teil davon. Aber genauso wie im Gesundheitsbereich. Nicht jeder Gesundheitspolitiker oder Rechtsanwalt oder Leute, die im Gesundheitsministerium arbeiten, ist ein Arzt. Es ist genau das Gleiche. Also man braucht alles, die zusammenarbeiten in einem Multi-Stakeholder-Umfeld. Und das ist
eigentlich diese Leute, die verstehen, die Werte sind fast, oder die Politik sind fast immer noch die wichtigsten, sei es in Digitalisierung, internationale Beziehungen, Transport oder Gesundheit. Also wenn es zu einem sogenannten digitalen Ministerium kommen soll, das Wichtigste ist die Quellcode, die dahinter steckt. Mhm. Nicht nur das Gebäude und Ministerium und Organogramm, sondern was ist die Philosophie, das es reinbringt und wie spiegelt es die Technologie, die es versucht zu gestalten, wieder. Das ist ein Stichwort nochmal, Chris, an dich. Stefan Heumann hat ja auch ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Mehrebenen-Thema angesprochen. Du hattest schon verschiedentlich auch auf europäische Regulierung hingewiesen. Was sind die, also dieses Anpassen an die jeweilige Technologie? Jetzt sehen wir, es kommt so langsam in Gang. Wir sehen jetzt ein großes Paket von unterschiedlichen Regulierungsmaßnahmen, an denen auch im Dialog mit nationalen Akteuren intensiv gearbeitet worden ist. Und gleichzeitig hat Stefan Heumann diese Befürchtung geäußert, dass es so enden könnte, weil man sich wieder nicht einigen kann europäisch, dass dann die Verantwortung oft auf sehr kleinen Einheiten abgeladen wird, die es gar nicht im Grunde stemmen können. Siehst du uns da als Europäerinnen und Europäer auf dem richtigen Weg mit diesen Richtlinien und Regulierungen, Digital Service Act, Digital Market Act, Privacy und so weiter? Muss das auch noch mal eine andere Dynamik bekommen? Ich sehe die Europäische Union da auf einem sehr guten Weg. Du hast es angedeutet, die Kommission hat jetzt in verschiedenen Bereichen regulative Vorschläge gemacht. Und das Interessante daran ist, dass sie zwei große Wege beschreitet. Das eine ist es ein horizontaler Weg, also sie versuchen unterschiedlichste Dienste, beispielsweise Plattformdienste, ob das jetzt Arbeitsvermittler sind, ob das soziale Netzwerke sind, ob das Lieferdienste sind, mit einem Regelkorsett sozusagen in einen Ordnungsrahmen zu bringen. Das ist sehr mutig, sehr neu, auf einer supranationalen Ebene bisher noch nicht versucht. Das ist das eine Besondere. Und das andere Besondere ist das Beispiel der KI-Verordnung, also eine Technologie, künstliche Intelligenz, die schon da ist, aber natürlich noch einen viel größeren Rollout erfahren wird. Hier wird versucht, eben tatsächlich mal vor die Lage zu kommen und als Standardsetzer auf supranationaler Ebene eine Technologie zu beschreiben, ohne sie abzuwürgen, ohne Innovationen dabei abzuwürgen. Und das sind Ansätze, die es nicht mal vor 3 Jahren, geschweige denn vor 10 Jahren noch gar nicht gab. Da war es meistens reaktiv, versuchen mit harter Regulierung auf Externalitäten einzugehen. Also das ist tatsächlich das eine Gute. Und das andere Gute ist, dass es einen sehr breiten Methodenmix mittlerweile gibt. Also es gibt nicht nur unterschiedliche Ebenen, wo versucht wird, zum Beispiel eben die Landesaufsichten auf europäischer Ebene zu bündeln. Das will die EU-Kommission vorschlagen, sondern es gibt auch einen Methodenmix. Es gibt die harte Regulierung, es gibt die Ideen, bestimmte Vorstellungen in Technik hineinzuschreiben, also in den Code hineinzuschreiben. Es gibt viele Versuche der Selbstverpflichtung, es gibt Ethical Guidelines, es gibt Corporate Digital Responsibility. Es gibt sehr, sehr viele Ansätze. Und das ist, stimmt mich insofern optimistisch, als dass das der Technik natürlich adäquat ist, mit unterschiedlichen Ansätzen einzugehen. Die letzte Bemerkung dazu ist, dass das auch auf Regierungsebene auch immer weiter Einzug erhält, diese technikadäquate Denkweise zu implementieren, indem man zum Beispiel Denkweisen, die man aus der Technik selber, aus dem Coden selber kennt, agile Methoden zum Beispiel versucht zu implementieren. Also ergebnisoffen sich einem Phänomen anzunähern und gar nicht sozusagen von vornherein ein Lastenheft zu haben und zu sagen, in 3 Monaten müssen wir das Gesetz so und so fertig haben, sondern sich erstmal das Phänomen anschauen und agil sozusagen mit diesem Phänomen umgehen. Diese Denkweise verbreitet sich auch mehr und mehr, wird natürlich viel Zeit brauchen, aber das insgesamt stimmt mich tatsächlich optimistisch, dass die politische Seite sozusagen der Technik adäquater wird. Tyson, wir müssen übergehen, nein, wir wollen übergehen und freuen uns auch in die vielen Fragen, die wir noch haben von Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen.
Organisationen. Eine Frage, würden Sie sagen, dass alle Organisationen inklusive Regierung und NGOs etwas Vergleichbares wie Corporate Digital Responsibility brauchen? Also beziehungsweise andersrum gefragt, jetzt offenbar sind die freiwilligen CDR-Initiativen der Wirtschaft ausreichend oder braucht es Regulierung? Also natürlich beides. Also man muss Arten von Software haben, man muss normative Druck haben, man muss Verantwortung oder wie man Aufsicht haben von der Gesellschaft. Man muss natürlich auch harte Regulierungen haben und vor allem sehr wichtig auch Durchsetzung und Konsequenzen. Und die müssen auch verhältnismäßig sein. Das sind alle Schichten, genauso wie ein Tech Stack, muss man alle die regulatorische Schichten haben. Also man kann nicht sagen, dass das eine oder das andere ausreicht. Beides sind notwendig. Und insofern, dass wir erlauben, dass private Firmen, und die versuchen es natürlich und zu Recht, versuchen, ihre eigene Governance-Struktur zu machen oder zu bestimmen, das ist gut und das ist ein guter Ansatz. Zum Beispiel im KI-Bereich haben sie versucht, viele Prinzipien auf die Beine zu bringen. Einzelfirmen ist interessant, dass sie das niemals in einem Verband gemacht haben, sondern Einzelfirmen haben es selber gemacht und haben immer versucht, ihre Prinzipien durchzusetzen. Guter Anstoß für den Diskurs, aber dann muss es wieder mal verschichtet werden durch Regulierungen, durch andere Akteure und so weiter. Also Corporate Digital Responsibility, super, nicht genug. Klare Frage, klare Antwort. Lorena, die nächste Frage wird uns wieder in große Weiten bringen. Inwiefern kann man Instrumente der Digitalisierung, sprich Google, Facebook, als öffentliches Gut besteuern oder behandeln, sodass Big Data, welches sie sammeln und generieren, dem allgemeinen Wohl dienen? Also hierhinter steckt ja die Idee, dass Gemeinwohl natürlich mit Steuern finanziert wird. Und wie kann das und müssen wir da nicht einen ganz großen Wert drauf legen, die so zu besteuern, dass sie dem allgemeinen Wohl mehr dienen, als es jetzt ganz offensichtlich der Fall ist? Wow. Da muss man tatsächlich neue Wege gehen. Ich glaube, das ist sehr schwierig, jetzt konkret zu beantworten, weil es tatsächlich, wie einst Bernhard Links sagte, alles, was sozusagen öffentlich Interesse gilt, ist unterreguliert. Und wir reden über tatsächlich neue Gemeinwohlinfrastrukturen. Und das bedeutet, dass man eine Mischung machen muss zwischen dem, was wir aus anderen Infrastrukturbereichen kennen, Best und Worst Practices sozusagen analysieren und gucken, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und dann in den jeweiligen Kontext anpassen. Denn natürlich, auch wenn jetzt hier Google und Facebook als sozusagen als Kommunikationsinfrastruktur jetzt als Beispiel dienen, gibt es viele weitere Dimensionen von Google und Facebook, die nicht mit Kommunikation zu tun haben, aber die durch Plattformisierung ein Teil der Infrastruktur geworden sind von allen unseren Gesellschaften. Das kann zum Beispiel die Tatsache sein, dass sie Algorithmen anbieten, die man sich dann bedienen kann, womit auch mittlerweile Regierungen auch operieren. Also sprich, sie schmeißen ihre Daten da rein und nutzen die Google-Algorithmen, um daraus sozusagen Erkenntnisse zu ziehen. Das heißt, wir haben sehr verschiedene Tiefenebenen oder Dimensionen, in denen tatsächlich neue Formen der Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden von privaten Unternehmen. Und diese Unternehmen werden jetzt durch entweder Wettbewerbsmaßnahmen oder Steuerungsmaßnahmen. Ich glaube, dass das nicht genügt, dass wir tatsächlich da auch eben diese infrastrukturelle Dimension berücksichtigen müssen und entsprechend auch Anpassungen vornehmen müssen. Das bedeutet, dass auf dieser Ebene man tatsächlich auch tiefer gehen muss. Und da wird nicht es vielleicht mehr um Google gehen, sondern um verschiedene Angebote geben, die tatsächlich Google anbietet, aber auch viele andere Players wie Amazon
Bertelsmann, Vodafone und viele andere Marktanbieter, SAP, die mehr und mehr auf Plattformisierung setzen, weil sie wissen, dass Plattformisierung eine Form der Infrastrukturbildung ist, die Abhängigkeiten schafft. Und mit jeder dieser Abhängigkeiten hat man eine Art von nachhaltige Business Model gebaut. Mhm. Und das muss man gesamtrechtlich, ja, aus verschiedenen Blickwinkeln rechtlich angehen. Also, das heißt Digitalsteuer, ja oder nein, als ein Instrument der sozusagen der Gemeinwohl, stärkeren Gemeinwohlorientierung und auf der anderen Seite das, was Lorina gerade gesagt hat. Es ist nicht so, es kommt eigentlich darauf an, zu gucken, werden hier Infrastrukturen privatisiert, geschaffen, die dann sozusagen umgedreht nicht beitragen zum Allgemeinwohl, sondern uns eigentlich ein bisschen fragmentieren und segmentieren. Also wenn Werte in einem Staat oder in einer Gesellschaft geschafft wird, dann muss natürlich als verantwortliche Akteur in dieser Gesellschaft muss auch besteuert werden und zum Gemeinwohl zurückgegeben werden in Form von Steuern. Ob das Digitalsteuer ist oder das, was in der OECD jetzt verhandelt wird, als Minimum Quarter, ja genau, muss man nicht so genau sagen, aber dass man nicht versteuert wird, diese großen Firmen, die so einen großen Umsatz bekommen, das kann nicht sein. Das andere, was wir sagen müssen, ist, was ist die Wert und die Gemeinwohl von den Daten, die genutzt werden. Wem gehört diese Daten? Und dass so viel Wert generiert wird und durch diese Plattformisierung neue Wertschaffung entstehen, wir müssen sichern, dass das zur sozialen Kohäsion dient und zu den diejenigen, die das wirklich entwickeln. Wir sind die Produzenten dieser Werten. Und wie viel profitieren wir davon? Ist der einzige Weg Besteuerung? Vielleicht nicht. Aber wir müssen eine Art Data Ownership Modell entwickeln, das das gerechtfertigt verteilt. Das ist eines der wichtigsten Themen. Wem gehören die Daten? Auch da Stichwort Unterregulierung. Aber dem werden wir uns nicht ganz widmen, sondern es gibt noch eine sehr, sehr schöne Frage für Lorina. Und es gibt noch eine Frage, die sich direkt an Chris Bialat richtet. Lorina, die Frage lautet, dass die UNESCO an KI-Empfehlungen arbeitet. Und ein Teil der Empfehlungen soll ein Appell an die Mitgliedstaaten sein, eine ethische Lebenszyklusanalyse für KI zu entwickeln und regulativ zu verankern. Unter welchen Bedingungen halten Sie ein solch breites Monitoring von KI-Systemen tatsächlich für realistisch? Das spielt natürlich jetzt auch ein bisschen auf die auf das Mitglied im Nationalen Rat für KI in Spanien an. Ich halte es leider nicht für realistisch. Ich glaube, wir betrachten die Technologie zu sehr vereinzelt. Und normalerweise, jede Technologie wird nicht im Vakuum implementiert, sondern sie wird an vielen anderen Systemen angeschlossen und dann auch eben an ein sozialen Umfeld angeschlossen. Und das bedeutet, dass das Monitoring, die dafür notwendig ist, erstmal sehr voraussetzungsreich ist. Und das bedeutet dann wiederum, dass wir nur in wenigen, sehr wenigen Sektoren so eine Art von Monitoring vornehmen können. Denn es braucht nicht nur eine ethische Betrachtung. Diese ethische Betrachtung kommt erst on top, wenn man weiß, auf anthropologischer oder soziologischer Ebene, was für Effekte, was für Interaktionen ergeben sich in diesen Systemen? Verändern sich Menschen gerade? Verändern Menschen ihr Verhalten? Und das kann man selten vollständig analysieren. Eben weil diese Systeme an andere Systeme angeschlossen sind, weil Menschen nicht nur mit Technologie interagieren, sondern auch in der analogen Welt unterwegs sind. Und da glaube ich, was mir auch ein bisschen Sorge macht, ist die Vermengung vom Ethischen und Rechtlichen. Ich glaube, dass beides wichtig sind und notwendig sind, aber Ethik hat einen bestimmten Ort in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft.
und die ist klar getrennt vom Rechtlichen. Das heißt nicht, dass das Rechtliche ohne Werte operiert, aber da die Systematiken sind sehr unterschiedlich und ich würde die nicht gern miteinander vermischen, weil das haben wir in der Vergangenheit gemacht und das hat schlechte Ergebnisse gebracht. Und eben diese ethische Lebenszyklusanalyse ist eine Aufgabe des Gesellschaftlichen und nicht des mhm. Staatlichen. Der Staat ist nicht für Ethik zuständig, sondern für Recht. Chris, dann kommt jetzt die Frage an dich, die relativ speziell ist. Sind die gesellschaftlich problematischen Fallouts von Plattformen wie Fake News und Hate Speech nicht auch Externalitäten, die als Externalitäten politisch reguliert werden müssen? Also erste Frage, teilst du die Prämisse? Zweite Frage, wie beantwortest du die Frage an sich? Die erste Frage kann ich mit sehr eindeutig mit Ja beantworten und dahinter verbirgt sich aber tatsächlich eine allgemeine interessante Frage, nämlich die Frage, wer ist verantwortlich für etwas, was im digitalen Raum passiert? Eine Frage, die wir jetzt hier bisher nur anschneiden konnten, aber sehr, sehr zentral ist bei digitalen Phänomenen. Also in dem Falle ist der Coder, ist der Betreiber, ist der Anbieter, ist der Hersteller, ist die individuelle Person verantwortlich für das, was auf einer digitalen Plattform passiert? Und die gute Nachricht ist, das ist etwas, was ja national reguliert wurde. Die meisten erinnern sich vielleicht an die hitzige Debatte um das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist auch ein Role Model, was dann auf europäischer Ebene mit dem Digital Services Act versucht wird, dann zu europäisieren. Hier wurde eben vielleicht nicht zum allerersten Mal, aber sehr explizit die Frage, wer ist verantwortlich, versucht zu beantworten. Sie wurde dann in der Form beantwortet, dass der Betreiber verantwortlich ist und man ihn darüber bekommen möchte, indem man ihn über Compliance haftbar macht, also ein ökonomisches Negativanreiz macht. Und das ist die interessante Frage dahinter, also wer ist verantwortlich und kann man Verantwortung in dem digitalen Raum auch automatisiert sozusagen behandeln, ist dann die zweite spannende Frage, das ist die Frage rund um die Urheberrechtsnovelle. Also kann man automatische Entscheidungssysteme nutzen, um Verantwortung zu beantworten? Das ist eine Frage, die uns noch sehr, sehr begleiten wird. Mhm. Jetzt kommen viele Leute noch auf viele weitere Fragen, von denen wir, glaube ich, jetzt nur noch eine Auswahl treffen können. Das eine betrifft natürlich das Thema, wie kommen die digitalen Werte, wie kommt diese Debatte eigentlich in die Bevölkerung hinein? Also Stichwort Bildung, wo werden digitale Werte vermittelt? Nun sind ja nicht alle Leute in der Schule, aber braucht es so etwas wie ein Schulfach, digitale Ethik? Digitale Wertevermittlung? Also es gehört definitiv ins Curriculum jeder Schule. Die Frage, braucht es ein Fach für Informatik, braucht es ein Fach für Digitalisierung, ist eigentlich eine Frage, die schon seit mindestens 10 Jahren verdiskutiert wird. Sie macht so Sinn, wie es beschrieben wurde, wenn es als sozusagen Befähigung unser aller verstanden wird, souverän uns im digitalen Raum zu bewegen. Und dazu gehört definitiv die sozusagen humanzentrierte Perspektive, nicht nur die technische Mittel zu beherrschen Perspektive. Also in Deutschland ist das ja sowieso nochmal Landessache, ob das eingeführt werden muss, kann man unterschiedlich beantworten. Dass es ins Curriculum gehört, ist, glaube ich, geteilte Meinung. Ich finde es wirklich eine interessante Frage, nicht ob, aber wann. Das ist in der Schule, weil es gibt viele Debatten um Ethikkursen für IT-Spezialisten auf Uni-Ebene. Ne? Mhm. Und dass das jetzt ein Teil der Curriculum sein soll. Und dass man fragt sich, wie wir am besten unsere IT-Experten mit einer ethischen Verankerung besser irgendwie bewaffnen können. Aber die Tatsache, dass man das auch schon in der Schule reinbringen soll, irgendwie verknüpft mit dieser neuen Betonung auf Informatik, Kurse, finde ich schon sehr interessant und vielleicht sehr überlegenswert. Mhm.
Ja, wir haben noch ein paar Fragen, aber wir kommen jetzt auch langsam ans Ende unserer Debatte. Manches ist ja auch angeregt durch das, was wir hier auf dem Podium diskutiert haben, weitergedacht. Und ich glaube, Chris, wenn ich dich jetzt noch mal anschaue, das ist eigentlich der Effekt, den du erzielen wolltest mit dem Buch, zu dem du uns alle als Autoren und Autoren, die hier zu Wort gekommen sind, also auch Frau Grimm, Frau Pohle und Herr Heumann, eingeladen hast. Vielleicht, wenn du einen Wunsch hättest zum Schluss, was wünschst du dir, was dieses Buch auslöst, bewirkt, wie es sozusagen uns weiter hier in der Debatte voranbringen kann? Genau das, was hier heute passiert ist, dass wir uns darüber verständigen, was unsere Vorstellungen sind, wie wir Digitalisierung gestalten wollen, dass wir Digitalisierung nicht als eine Naturalisierung betrachten, etwas, was mit uns passiert, indem wir einfach sind, sondern dass wir gestalten können und ob wir bestimmte Ideen, bestimmte Werte dem voraussetzen wollen, also sozusagen ein Primat der Werte, ein Primat des Normativen versuchen, als unsere Anspruchshaltung anzunehmen. Wenn wir das erreichen in den nächsten Wochen und Monaten, dann ist, glaube ich, uns allen sehr viel gewonnen. Vielen Dank. Das war ein schöner Bogen zurück zum Anfang, ja, weg von der Kraft des Faktischen hin zur faktischen Kraft des Normativen. Und ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht, es hat Sie angeregt, weiter nachzudenken, am Thema dran zu bleiben, das Buch zu kaufen und zu lesen und auch hin und wieder bei der Heinrich-Böll-Stiftung vorbeizuschauen. Wir haben im digitalen Bereich viel zu bieten an Podcasts, an Policy Briefs. Schauen Sie vorbei und bleiben Sie uns gewogen und haben Sie vielen Dank für Ihre Teilnahme. Auch ein großes Dankeschön an alle Teilnehmenden, die hier auf dem Podium engagiert mitdiskutiert haben. Vielen Dank und machen Sie es gut.